Ja, sehr verehrte Damen und Herren, darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Nachmittag. Schön haben Sie die Zeit gefunden, trotz des Wetters und trotz der Fußball-WM hierher zu finden, aus der Arbeitswelt auszubrechen. Ich habe mir diese Zeit sehr gerne genommen. Ein spannendes Thema, Zeitzeichen, Gesundheitsimpulse aus Bern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich höre Zeitzeichen und Gesundheit, dann höre ich vor allem auf meinen eigenen Körper und sage mir, höre ich genug auf die Zeitzeichen, auf die Zeichen, wie gesund bin ich, welche Signale werden mir gegeben, aber dann natürlich auch, wie weit reagiert der Arbeitgeber, wie weit reagiert die Wirtschaft auf diese Zeichen, antwortet sie, interessiert es sie. Das und viele andere Fragen werden ja heute sicher aus berufenem Mund von drei Experten, einer Expertin und zwei Experten hören. Es geht um Zeitwirtschaft im Gesundheitswesen, um philosophische, unternehmerische und gesundheitsökonomische Faktoren. Und den Anfang macht Professor Thomas Mattig, Direktor der Gesundheitsförderung Schweiz und Titularprofessor an der Medizinischen Fakultät der Uni Genf. Und das darf ich hier auch sagen, vielen herzlichen Dank, dass die Gesundheitsförderung Schweiz ist nämlich auch Sponsor der heutigen Veranstaltung zusammen mit der Basel-Versicherung, die vertreten ist durch Herrn Matthias Zink, Schadenschef und Mitglied der Geschäftsleitung. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Zink. Und was es mit dieser Veranstaltungsreihe auf sich hat, wer die Initianten sind, das werden Sie dann ganz am Schluss hören. Da sage ich jetzt nichts dazu. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und darf jetzt Professor Mattig hierher bitten für das erste Referat. Danke. Gesellschaftsvertrag. Diesen Begriff begegnet man in letzter Zeit öfter. Am diesjährigen World Economic Forum in Davos hat Emmanuel Macron mehr internationale Zusammenarbeit und einen Gesellschaftsvertrag für die ganze Welt gefordert. In Diskussionen über Globalisierung und Digitalisierung wird öfter der Gesellschaftsvertrag herbeizitiert, gewissermaßen als letzter Strohhalm in einer Welt des totalen Umbruchs. Globalisierung und Digitalisierung scheinen geradezu nach einem Gesellschaftsvertrag zu rufen. Doch was ist mit diesem Begriff überhaupt gemeint? Ist der Gesellschaftsvertrag bloß eine rhetorische Floskel oder steckt mehr dahinter? Was hat dieser Vertrag zum Inhalt? Wer schließt ihn mit wem ab? Gab es schon jemals irgendwo einen Gesellschaftsvertrag? In welcher Form wäre heute ein Gesellschaftsvertrag denkbar? Diesen Fragen möchte ich in meinem Referat nachgehen. Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung interessiert mich zudem, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gesellschaftsvertrag und dem Thema Gesundheit. Werfen wir einen Blick zurück ins 18. Jahrhundert. Der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau veröffentlichte 1762 seine Schrift vom Gesellschaftsvertrag. Eine Abhandlung, wie er im Leitwort fast entschuldigend schreibt, zusammengesetzt aus übrig gebliebenen Manuskripten eines größeren Projektes, das offenbar gescheitert ist. Keine geschlossene Theorie also, und trotzdem wird der Gesellschaftsvertrag zu einer der wichtigsten staatstheoretischen Schriften der Neuzeit. Vor Rousseau haben schon andere darüber nachgedacht, wie Menschen ihr Zusammenleben organisieren können. Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges beförderten solche Gedanken. Auch der Begriff des Gesellschaftsvertrages ist nicht neu. Von der Notwendigkeit eines Gesellschaftsvertrages sprach bereits der Philosoph Thomas Hobbes. Anders als Rousseau
glaubte nicht an das Gute im Menschen. Sein berühmter Satz, Homo homini lupus, der Mensch ist gegenüber den Mitmenschen ein Wolf, zeugt von einem tiefen Pessimismus. Gemeinsam ist aber beiden, dass sie auf den Gesellschaftsvertrag setzen. Hobbes, um den Menschen zu zähmen, Rousseau, um den Menschen die Möglichkeit der Freiheit zu verschaffen. Bis da war der Gesellschaftsvertrag ein Gegenstand akademischer Debatten. Mit Rousseaus Schrift aber bekommt der Begriff seine revolutionäre Durchschlagskraft. Der Gesellschaftsvertrag wird zu einer theoretischen Grundlage der Französischen Revolution und des bürgerlichen Staatsverständnisses. In diesem Sinn wird der Gesellschaftsvertrag auch heute noch zitiert. Im Wesentlichen ging es Rousseau um die Frage der Freiheit. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Mit diesem Satz eröffnet er das erste Kapitel. Frei geboren und doch unfrei wie ein Sklave ist der Mensch, wie ihn Rousseau zu seiner Zeit sieht. Unfrei ist er geworden durch die gesellschaftlichen Umstände. Wie kann er seine natürliche Freiheit zurückgewinnen? Anders als es das Rousseau-Klischee will, nicht durch eine Rückkehr zur Natur, sondern durch einen zivilisatorischen Akt. Er schließt mit seinen Mitmenschen einen Vertrag ab. In diesem Vertrag gibt der Einzelne einen Teil seiner Souveränität ab, um in der Gemeinschaft eine neue Freiheit zu gewinnen. Dem voraus geht die Einsicht, dass der Naturzustand überwunden werden muss, da sich der Einzelne nicht allein erhalten kann. Insbesondere ist im Naturrecht sein Besitz nicht geschützt. Auf dem Besitz aber beruht die bürgerliche Freiheit. Der Gesellschaftsvertrag, wie ihn Rousseau verstand, ist also ein Vertrag unter freien Menschen, die dadurch ihren Besitz schützen und Bedingungen für ein freies Leben schaffen. Wobei unter Besitz etwas anderes zu verstehen ist als grenzenlos verfügbares Privateigentum. Besitz gleicht bei Rousseau eher einem Nutzungsverhältnis. Metaphorisch gesprochen, das Feld gehört der Gesellschaft, die Früchte, also die Früchte seiner Arbeit, kann der Einzelne für sich beanspruchen. Soweit diese sehr grobe Skizze von Rousseaus Grundgedanken. Rousseaus Gesellschaftsvertrag war ein theoretisches Modell und das ist er bis heute geblieben. Denn einen solchen Vertrag, bei dem Menschen ihre gesamte materielle und ideelle Existenz einbringen, hat es nie irgendwo gegeben. Jedenfalls nicht in staatlichen Dimensionen. Aber das Modell des Gesellschaftsvertrages war Inspiration für unzählige Staatsverfassungen, Gesetzesartikel, Staatsverträge und gesellschaftliche Vereinbarungen. Der Gesellschaftsvertrag ist aufgegangen in vielen einzelnen Verträgen zwischen Menschen, zwischen Institutionen und zwischen Staaten. Wenn wir Rousseau durch die Jahrhunderte wandern lassen, wann und wo hätte er wohl am ehesten seinen Gesellschaftsvertrag verwirklicht gesehen? Ich wage einmal die Behauptung, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Blütezeit des Gesellschaftsvertrags. Das Vertragswerk, das dem Gesellschaftsvertrag wohl am nächsten kommt, ist die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte, die 1948, also genau vor 70 Jahren, von der UNO verabschiedet wurde.
Sie beginnt mit einem Satz, der von Rousseau stammen könnte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Zwar ist die Menschenrechtsdeklaration kein verbindlicher Vertrag, aber sie wird zum moralischen Maßstab, an dem Staaten gemessen werden, zumindest in der westlichen Hemisphäre. Die Menschenrechte finden ihren Niederschlag in zahlreichen Chartas, internationalen Abkommen, Verträgen und bis hin zu gesetzlichen Regelungen. Die Nachkriegszeit ist auch die Zeit der großen Sozialwerte. Ebenfalls im Jahre 1948 führte die Schweiz die AHV ein, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Man spricht im Zusammenhang mit der AHV auch vom Generationenvertrag. In Deutschland macht das Schlagwort der sozialen Marktwirtschaft die Runde. Das Gegenprogramm sowohl zur sozialistischen Planwirtschaft wie auch zur völlig freien Marktwirtschaft. Freiheit und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, das ist das Ziel der sozialen Marktwirtschaft. Wettbewerb ja, aber unter der Bedingung von Chancengleichheit. Privateigentum ja, aber sein Gebrauch sollte dem Wohlheit der Allgemeinheit dienen. So steht es im Artikel 14 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. The winner takes it all. Dieser Satz widerspricht also fundamental dem Gedanken der sozialen Marktwirtschaft. Das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft besteht darin, dass die Wirtschaft in gewissen Bereichen zugunsten des Gemeinwohls gelenkt wird. Der freie Wettbewerb ist nicht frei im Sinne des Naturrechts, sondern im Sinne des Gesellschaftsvertrags. Um seine Freiheit zu garantieren, bedarf es gewisser Einschränkungen. Was aber hat das alles mit der Gesundheit zu tun? Schauen wir uns die allgemeine Erklärung der Menschenrechte an. In Artikel 25 steht, jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seine Familie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet. Es fällt auf, dass die Gesundheit hier in einen sozialen Kontext gestellt wird. Das Recht auf Gesundheit ist formuliert als ein Recht auf Lebensbedingungen, die Gesundheit ermöglichen. Aus demselben Jahr stammt auch die berühmt-berüchtigte Gesundheitsdefinition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Umstritten ist diese Formulierung vor allem deshalb, weil sie, so wird argumentiert, im Umkehrschluss jeden Menschen für krank erklärt, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Der Einwand ist berechtigt. Aber nur, weil man die Formulierung der WHO als eine Definition individueller Gesundheit versteht. Bloß ist sie das nicht. Im Zusammenhang mit Artikel 25 der Erklärung der Menschenrechte wird deutlich, dass die WHO nicht die Gesundheit des einzelnen Menschen definierte, sondern die Bedingungen, die Menschen ein gesundes Leben ermöglichen sollen. So wird Gesundheit zu einem Gegenstand gesellschaftlicher Verantwortung. Die WHO-Gesundheitsdefinition ist also keine medizinische Definition, sondern eine gesellschaftspolitische. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass Gesundheitsfragen heute in einem weiteren Kontext diskutiert werden. Da ist einmal der Kontext Umwelt,
Ökologie und Gesundheit hängen eng miteinander zusammen. Ein gesundes Leben ist nur in einer gesunden Umwelt möglich. Gesundheit entsteht und erhält sich in der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Zum anderen ist da der Kontext Arbeitswelt. Die Arbeit und die Arbeitsbedingungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit. Wie weit dieser Einfluss nachweisbar und damit auch justiziabel ist, das ist Gegenstand heftiger Debatten. Rechtlich gibt es die Fürsorgepflicht, die Arbeitgeber dazu verpflichtet, unter anderem Leben und Gesundheit, wie auch körperliche und geistige Integrität des Arbeitnehmers zu schützen. Solche Bestimmungen sind das Resultat jahrzehntelanger Auseinandersetzungen und unzähliger Verhandlungen zwischen unterschiedlichen Vertragspartnern. In diesen Auseinandersetzungen und Verhandlungsrunden finden die Parteien allmählich zu einem Konsens, dem sie zustimmen können. In Rousseaus Modell heißt ein solcher Konsens Volonté générale, im Gegensatz zu Volonté de tous, die bloß die Summe von Einzelinteressen darstellt. Die Summe von Einzelinteressen repräsentiert aber kein gemeinsames Ziel. Erst das Ringen um einen Konsens führt zur Volonté générale, einem gemeinsamen Willen, der die Grundlage bildet für das Gemeinwohl. Mit dieser Unterscheidung zwischen Volonté de tous und Volonté générale lässt sich ziemlich gut beschreiben, was geschieht, wenn in einer liberalen Gesellschaft der Bereich des Politischen geschwächt wird und das Niveau der öffentlichen Debatte so weit sinkt, dass es nicht mehr darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden, sondern bloß noch darum, den politischen Gegnern mit allen Mitteln zu schlagen. Dann verlieren die politischen Institutionen an Vertrauen und Einfluss. Der Staat kann nicht mehr ausgleichend wirken. Stattdessen setzt sich der Stärkere durch. Und in der Regel heißt das der wirtschaftlich Stärkere. Gemeinsame Ziele können nicht mehr formuliert werden. Die demokratischen Verfahren mögen zwar noch funktionieren, aber sie werden ausgehöhlt. Ohnmachtsgefühle und Politikverdrossenheit machen sich breit. Diese Phänomene können wir gegenwärtig im Live-Modus beobachten. Wir sehen auch, wie hilflos die Politik den technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen gegenübersteht. International agierende Firmen können schwer auf Regeln verpflichtet oder gar haftbar gemacht werden. Die großen digitalen Player setzen rücksichtslos ihre Interessen durch. Die Politik kommt immer einen oder mehrere Schritte zu spät. Globalisierung und Digitalisierung unterlaufen Institutionen und Rechtsordnungen. Der Ruf nach einem neuen Gesellschaftsvertrag entstand der Einsicht, dass der Markt nicht sich selber überlassen werden kann, sondern bestimmter Regeln bedarf. Auch der technische Fortschritt bewegt sich nicht von selbst auf die Verbesserung der Lebensverhältnisse zu. Es braucht eine öffentliche Debatte über die Ziele und die Folgen technischer Entwicklungen. Kurz, der Ruf nach einem neuen Gesellschaftsvertrag ist der Ruf nach gestaltender Politik. Doch wo kann die Politik einsetzen? Ich will hier nicht das oben zitierte negative Szenario noch weiter beschreiben. Die täglichen Schlagzeilen liefern genug Anschauungsmaterial. Gerade heute wurde ja bekannt, dass die USA aus dem UNO-Menschenrechtsrat austreten werden. Stattdessen möchte ich ohne Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit versuchen, eine optimistische Perspektive zu entwerfen. Die Demokratie steckt in der Krise, aber sie stirbt nicht. Sie nimmt bloß neue Formen an. Sie wird wieder erstarken, und zwar in der Wirtschaftswelt. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zum vergangenen Jahrhundert. In der Zeit von Wirtschaftswunder und sozialer Marktwirtschaft gab es in der Wirtschaft keine Demokratie.
Die Betriebe waren paternalistisch und autoritär geführt. Mitsprache oder gar Mitbestimmung gehörten ins Reich der Utopien. Heute ist das anders. Es gibt die Start-up-Kultur mit ausgesprochen flachen Hierarchien. Moderne Managementmodelle preisen die Vorzüge flacher Hierarchien. Und auch das betriebliche Gesundheitsmanagement orientiert sich an solchen Modellen. Und so wäre folgendes Szenario denkbar. Die Betriebskultur wird immer wichtiger. Es entsteht ein Wettbewerb der guten Arbeit. Firmen, welche die Betriebskultur vernachlässigen, geraten ins Hintertreffen, weil sie nicht genügend gute Fachkräfte finden. Eine junge Generation von selbstbewussten Unternehmen und Unternehmerinnen stellt die Internetriesen in Frage. Warum sollen einige wenige den Markt dominieren? Unter dem Motto «Rettet den Kapitalismus vor den Kapitalisten» organisieren sie sich in Netzwerken und schaffen einen alternativen Markt. So gibt es statt einer einzigen Firma Uber aber tausende von Mitfahrplattformen. Und statt einem einzigen Airbnb gibt es aber tausende von Wohnvermittlungsplattformen. Alle miteinander vernetzt, aber ökonomisch eigenständig. Die Devise lautet nicht «The winner takes it all», sondern «Wer teilt, gewinnt». Dieser wirtschaftliche Umsturz hat auch politische Folgen. Als erstes reagieren die Städte. In Kalifornien, das besonders stark vom Klimawandel betroffen ist, setzen Städte ihre eigene Agenda, um die Klimaziele zu erreichen. Über weltweite Städtepartnerschaften verbreiten sich klimafreundliche energiepolitische Maßnahmen, unterstützt von modernster Technologie. Die für kurze Zeit erfolgreich gewesene nationalistische Politik erweist sich überall als irrig. Denn nach wenigen turbulenten und chaotischen Jahren wird allen klar, dass der Nationalismus nicht fähig ist, die Probleme der Gegenwart zu lösen. Vor allem gerät er in einen unauflösbaren Widerspruch zur Wirtschaft. Dezentrale, freiheitliche Wirtschaft und autoritäre Politik, das geht nicht zusammen. Global ausgerichtete Politikerinnen gewinnen wieder die Oberhand. Die Wähler haben verstanden, dass ohne internationale Zusammenarbeit auch die Wirtschaft einbricht. Und dass Probleme wie Klimawandel und Migration nur staatsübergreifend gelöst werden können. So setzt sich auf staatlicher Ebene durch, was Rousseau für den einzelnen Menschen erkannt hatte. Man muss Souveränität abgeben, um die Souveränität neu zu gewinnen. Im neuen Gesellschaftsvertrag geht es um unsere Lebensgrundlagen, eine Daueraufgabe. Allons aux enfants de la terre. Ich danke Ihnen fürs Mithören, Mitdenken und Mitfantasieren. Herzlichen Dank, Herr Professor, für diese optimistischen Einblicke. Wir wollen hoffen, dass Sie recht bekommen. Wie schnell es gehen wird, wie viel Zeit es braucht, das werden wir ja sicher noch etwas vertiefen, dann auch in der Podiumsdiskussion, die wir nach dem Rednerreferat haben werden, wo auch Sie natürlich zu Wort kommen sollen. Jetzt gehen wir etwas weg von der Politik und gehen wirklich in die Betriebswelt, in die Unternehmerwelt mit Professor Heike Bruch von der Uni St. Gallen. Sie leitet das Institut für Führung und Personalmanagement und ist wirklich eine ausgewiesene Expertin, vielgefragte Referentin zum Thema Arbeitswelt 4.0. Und sie erläutert unter anderem ja, so zwei der prägenden Zeitzeichen der heutigen Arbeitswelt, nämlich Erschöpfung versus Speed und noch vieles mehr. Danke, Heike. Das Wort ist bei dir. Danke. So, freue mich hier zu sein. Ich bin ein bisschen später gekommen, als ich gerne wollte, das muss ich zugeben. Und als ich dann am Bahnhof rumgeirrt bin,
Da habe ich dann so einen Anruf bekommen, der startete mit dem Satz, bloß keinen Stress. Ich denke, okay, dann müssen die von der Gesundheitsförderung sein. Ich bin auf dem Weg. Also, jetzt bin ich hier. Es geht um Arbeitswelt 4.0 und ein bisschen kann ich an Ihren Fantasien auch anknüpfen, aber mit einer ganz, ganz anderen Brille auf. Aber wir werden es einiges auch wieder erkennen. Ne? Und zwar redet man ja ganz häufig über die Arbeitswelt der Zukunft und habe einige Studien dazu mal angeguckt und wenn man sich das anguckt, sieht man erstmal ganz, ganz viele Veränderungen in der Arbeitswelt. Ist zu lang, ne? Ja. Geht's weiter? Also, immer wahnsinnig viel besser, ne? Ich sehe es nicht, das hört sich positiv an. Wenn sonst noch was ist, sagen Sie Bescheid. Also, wir haben ganz viele Umbrüche in verschiedenen Industrien. Also, wenn man sich mal anguckt, wie die Medienindustrie sich verändert, das erleben wir ja wirklich auch bei unserem eigenen Medienkonsum. Bei anderen Industrien sieht man das auch, bei der Medizin beispielsweise, die wir uns ganz, ganz stark verändern. Wir haben Veränderungen dort auch bei der Automobilindustrie, das ja sehr, sehr öffentlich auch debattiert wird. Veränderungen dieser ganzen Industrien sind nur dann möglich, wenn wir gleichzeitig die Arbeitswelt verändern. Und da kommt man eigentlich davon, dass man früher so eine feste Fließbandarbeit hatte, dass man da eine Rede eher so von einem starken Anteil von Wissensarbeit ausgeht. Und hier bei dieser Arbeitswelt von morgen haben wir so Stichworte wie Arbeitswelt 4.0, agiles Arbeiten, Veränderung von Führung. Und sieht aus, als wäre das die Arbeitswelt von morgen. Wenn man sich allerdings mal ein paar Studien anguckt, dann sieht man, dass diese Arbeitswelt schon längst da ist. Ganz verschiedene Studien und ganz verschiedene Anzeichen haben wir. Also 40% der Mitarbeiter befinden sich heute schon in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Und unter atypisch wird auch auf Teilzeit gesehen, bis hin zu Freelancern. Wir haben 25% der Arbeitszeit, die Mitarbeiter mit E-Mails verbringen. Der Konsum von oder die Beschaffung von Robotern nimmt wirklich rasant zu, kann man sich für verschiedene Länder angucken. Nur noch 50% meinen, dass sich Familie und Beruf gut miteinander verbinden lässt. Und 66% der CEOs meinen, dass man die Strukturen verändern muss. Also eigentlich sind wir schon mittendrin in dem, was man eilt, wo man sagt, das ist die Arbeitswelt von morgen. Gleichzeitig, und das finde ich einen ganz interessanten Kontrast, wenn man sich fragt, wie viel Prozent der Unternehmen sind denn vorbereitet? Lässt sich das auf eine Zahl bringen, die ich mir selber mal als weniger als 10% zusammengefasst habe? Das sind ganz verschiedene Studien. Und 4% zum Beispiel der Arbeitnehmer, der Unternehmen fühlt sich gut auf den Wandel vorbereitet. Dann 6% realisieren Digitalisierung als Top-Unternehmensthema. 3% sind schon Netzwerkunternehmen. Eine eigene Studie von uns, 6% arbeiten erfolgreich in dieser neuen Arbeitswelt. Egal von welcher Perspektive man guckt, egal welche Studie man nimmt, das ist einfach eine ganz kleine Gruppe, die da schon angekommen ist und erfolgreich ist und sich dabei gut fühlt. Genau in dem Kontrast möchte ich mit Ihnen mal einleuchten, das was auf uns zukommt, was auch viel stärker noch auf uns zurollen wird und gleichzeitig dieses, wie gut geht es uns dabei und wie können wir das auch aktiv gestalten. Dazu einige Ansatzpunkte, wenn man sich Studien anguckt, woran scheitert denn das eigentlich häufig? Verteidigung alter Struktur oder bestehender, Entscheidungsangst, fehlende Zeit für das Thema. Und wenn man fragt, wo sind die Ansatzpunkte, um das richtig hinzubekommen, dann sieht man, die sind ganz, ganz stark bei den weichen Faktoren, beim Umgang mit den Menschen. Und ich habe ganz bewusst nicht unsere Studien genommen, weil unsere sagen das natürlich sowieso, sondern das sagen auch tatsächlich verschiedene Studien, die immer wieder beleuchten, was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Das ist Führungsstärke, das ist das Thema Zusammenarbeit, das ist das Thema Kultur. Also der Umgang mit den weichen Faktoren, dass uns das gelingt, auf dieser Transformation die Leute mitzunehmen und auch die Kultur anzupassen, sodass man lernt, in diesen veränderten Rahmenbedingungen gut zu arbeiten.
Und da möchte ich mit Ihnen einmal erstmal einen Blick drauf verwenden, wie kann man nämlich dieses weiche Thema, diese Veränderung, wie kann man die zu packen bekommen? Das finde ich einen guten ersten Start, weil so viele Wörter im Raum sind, dass denke ich, Orientierung, wie kann ich denn die Veränderung beschreiben und wie kann ich auch ein Stück weit klassifizieren, wo selber stehen, hilfreich ist. Das Zweite, was hat denn das eigentlich mit Erfolg zu tun? Zeige ich Ihnen aber sehr viel nur, wie verändert sich Erfolg, wie verändert sich Geschwindigkeit, wie verändert sich auch Gesundheit. Und letztendlich, was sind die Faktoren, wie können wir uns gestalten und wie kann man an so einen Change-Roadmap rangehen? Guck mal, wie weit wir da kommen. Ich bin überhaupt schon, wir sehen, wir haben schon einiges mitgebracht und wie man es geht, ist auch hier so ein bisschen sehr zu sehen. Da bei mir auch mit dabei. Wenn man sich mal anguckt, diese ganze Transformation, insbesondere mit Fokus auf die Arbeitswelt, kann man eigentlich so zwei Extrempunkte benennen. Das eine ist der Startpunkt, der ist häufig heute noch die Realität, aber das ist definitiv das Klassische. Kann man sagen, es ist ortsgebundene Arbeit. Das heißt, man arbeitet an einem Standort, man hat feste Arbeitszeiten, man hat eine definierte Hierarchie und auch feste Strukturen. Das ist häufig der Startpunkt. Das andere Extrem, wenn man mal sagt, wie sieht denn das aus, diese Arbeitswelt 4.0, die kann man die eigentlich beschreiben? Sieht man abgestimmte virtuelle Arbeit, Organisation viel mehr projekthaft, das heißt, dieses feste Abteilungen in einer definierten, in einem Organigramm oder in einer definierten Hierarchie wird abgelöst und wir bilden Teams, je nach Aufgabenstellung, lösen die wieder auf und machen dann wieder ein neues Team, wenn wir wieder eine neue Aufgabe haben. Wir haben flexible mobile Arbeit als Normalfall, das heißt, wo die Menschen arbeiten, wann sie arbeiten, können sie sich frei aussuchen und wir haben viel, viel weniger Bürokratie dafür. Und jetzt geht das in verschiedenen Stufen und da kann man gleich mal gucken, frage ich Sie auch, in welcher Phase befinden Sie sich denn eigentlich? Ja, da gibt es so ein Unternehmen, das ist so ganz typische Entwicklung und die sind vereinfacht ein bisschen. Wir haben wieder den Startpunkt von der klassischen Hierarchie, alle sind immer anwesend zu festen Zeiten und wir haben dieses Organigramm und die Hierarchie. Und dann geht das los, dass zu Anfang erstmal wir mit neuen Arbeitsformen lernen umzugehen und dann erlauben wir vielleicht mal als Ausnahme im Homeoffice. Kann ich mal Freitag da, ja, wenn ich was Privates, kann ich da mal zu Hause, ja, okay, kannst du machen. Also so geht das los. Dann kommt eigentlich so eine Phase, da finden Unternehmen, gefallen an diesen neuen Arbeitsformen und wollen auch jetzt mal modern werden und dann geben die es plötzlich frei. Jetzt darfst du arbeiten, wann du willst und wo du willst und wir machen virtuell, dann machen wir mal ein paar agile Projekte und so weiter. Ja, das ist so toll, so ein Schub. Und das wird typischerweise wie ein Chaos wahrgenommen. So unglaublich anstrengende Zeit, weil man nicht mehr genau weiß, was ist erlaubt, auch für Führungskräfte, ne? Was darf ich, wer ist wo. Also das ist typisch eine ganz, ganz anstrengende Zeit, weil es so sich im Umbruch ist und man noch nicht so wirklich sich angespielt hat. Und dann kommt so eine Phase, jetzt will man mal endlich wieder das unter Kontrolle bringen und fängt an, es zu regeln. Wie viele Stunden musst du, wenn du unterwegs arbeitest oder zu Hause am Computer sein, wie schnell musst du antworten, wer muss wann, wie sich wieder einfinden im Büro. Also man regelt das wirklich recht bürokratisch und es wird häufig wieder so wie so eine Einengung empfunden, aber man hat wenigstens mal wieder die Sache im Griff. Und dann kommt eigentlich der ganz große Schritt und man nimmt jetzt diese Norm, diese Regeln wieder raus, Bürokratie raus und sagt, das muss als soziale Norm eingestellt werden. Wir geben euch nicht vor, wann ihr kommt und wie schnell ihr arbeitet. Stimmt euch ein Team ab, was braucht der Kunde, man müsste erreichbar sein. Und das ist der große Unterschied, dass man es nicht nur bürokratisch organisiert, sondern durch kulturelle Themen, durch Verabredungen im Team. Ne? Ist so. Jetzt frage ich Sie mal einfach, warum wir so ein Stimmungsbild zu bekommen hier im Raum. Das kann nur daumengrößenartig sein, weil es manchmal Unterschiede gibt. Wer sagt denn bei mir im Unternehmen, wir sind eins? Phase 1.
Okay, es nur eine, ja, okay, es nur wenige von Ihnen, das merkt schon. Wer ist denn hier bei zwei? Sie sagen, oh, wir spielen noch mal ein bisschen. Das ist schon viel, das ist ja bestimmt ein Drittel, sage ich mal, ja, da drin. Wer ist denn in dieser Aufbauphase? Jetzt haben wir alles deutlich genannt. Okay, das ist jetzt nochmal zwei, ich sag mal, nur 15% oder so. Jetzt müssen wir aber hinten die anderen, die sich noch nicht gemeldet haben. Ne? Ich habe sie jetzt hier. Eigentlich bürokratisch organisierte Agilität, Mobilität. Aha, okay, auch nochmal die 5%. Und jetzt müssten wir eigentlich hier noch haben. Wer ist denn in einer Netzwerkorganisation? Doch, einige. Sie sind nicht ganz sicher, woher kommen Sie? Zwischen Phase 4 und 5. Sind gerade drin? Ja, was haben Sie für ein Unternehmen, woher kommen Sie? Krebsliga Schweiz. Okay. Hat Homeoffice eingeführt, ja. Wenn immer möglich im Team zu arbeiten. Mhm. Wir sind zwar Abteilungen eingeteilt, aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird sehr groß geschrieben und erwünscht zu funktionieren. Da riesen Sie sich. Ja. Ja. Hatten Sie auch sich gemeldet oder irgendwas noch hier auf der Seite? Ah, der andere, ja. Genau. Wo kommen Sie? Ich bin selbstständig. Ein Mann und der Thema, aber klappt mit der Teamarbeit. Ja, das ist gut. Entschuldigung, mein Berliner Temperament kommt manchmal weg. Wer hat es noch? Ja, wo kommen Sie her? Nur einfach nochmal in Eindruck. Omedis, wir machen Dienstleistungen, das sind aber Start-up, also wir haben den ganzen Platz. Ja, okay, das ist alles klar. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Zahlen. Nämlich von, wir sind Groß- und Großunternehmen, die befragt wurden, in welcher Phase sie sind. Und da sehen Sie, 98% sind auf dem Weg von den Großunternehmen. Nur noch 2%, das sagt man ja auch hier im Raum, so, ne, sind eigentlich jetzt hier noch bei den Klassischen. Die anderen sind aber unterwegs noch keiner angekommen. Bei den Kanto haben wir viel, viel mehr Unterschiede. Das heißt, einige, die haben das sowieso, weil sie so arbeiten, weil sie eher in der Garage unterwegs sind. Andere, die sind gar noch nicht los und das ist teilweise auch vom Geschäftsmodell wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, wenn man jetzt Gastronomie hat oder ein Kiosk oder irgendwas, wo man sagt, da müsste schon anwesend sein und auch von den Öffnungszeiten müssen wir uns da festlegen. Die sind dann auch das. Also nur, das soll ja erstmal nur so eine Orientierung geben, aber wie viele sind da eigentlich auf dem Weg? Das, in einem zweiten Schritt möchte ich immer mal was sagen, das hat das nämlich mit Erfolg und Leistung zu tun. Denn eine Sache kann man ganz klar feststellen, neu ist nicht unbedingt gleich besser. Wir haben verdammt viele Unternehmen, die einige gehen in die Richtung und gehen auch wirklich in das, was sie beschrieben haben, dass man sagt, es wird schöner und so weiter. Bei anderen haben wir zwar, dass die loslaufen, aber dass die sich richtig, richtig stark die Hände verbrennen. Und das ist eine Sache, das ist wie so eine persönliche Mission. Das möchte ich gerne vermeiden. Das möchte, denn ich meine, dass wir in der Schweiz, dass wir dringend in der Wirtschaft Modernisierung brauchen. Und ich möchte es nicht erleben, dass sich die Unternehmen so stark die Hände verbrennen, dass sie konservativer werden, als sie jemals waren. Deswegen machen, aber wichtig. Ne? Also das ist sozusagen das, was ich jetzt gleich Ihnen nochmal beleuchten werde. Wir haben selber rund 20.000 Mitarbeiter befragt aus 92 Unternehmen und wir haben immer gefragt, sag mal, seid ihr in der neuen Arbeitswelt, nutzt ihr dieses mobile, das projekthafte, flexibles Arbeiten? Haben wir alle Mitarbeiter befragt in diesen Unternehmen. Und wenn die zu großen Teilen ja gesagt haben, haben wir das Unternehmen dabei klassifiziert und wenn nicht, dann haben wir gesagt, ihr seid ja noch traditionell. Also stärker vereinfacht hier. Das zweite, was für uns relevant ist, ist die Frage, wie erfolgreich ist das Unternehmen? Und da haben wir uns wirklich Leistungsindikatoren angeguckt und ich zeige Ihnen gleich natürlich auch Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter. So, und jetzt kriegen wir hier die Verteilung. Ja, man guckt, die Mehrheit ist noch nicht wirklich angekommen in dieser neuen Arbeitswelt, arbeitet noch relativ traditionell. 25%, wenn man das addiert, sind in der neuen Arbeitswelt, aber davon ist nur ein kleiner Teil überhaupt in dieser neuen Arbeitswelt erfolgreich. Dreimal so viele sind mit der neuen Arbeitswelt jetzt noch nicht erfolgreich, beziehungsweise die Unternehmen erleiden erstmal einen Rückschritt. Und zwar bezogen auf Leistung, bezogen auf Gesundheit, Mitarbeiterbindung.
Und wissen wir mal verstehen, warum das so ist. Was ich auch betonen möchte, das ist eben hier so eine Gruppe, 30% der Unternehmen sind klassisch und sind damit auch bisher hochgradig erfolgreich. Ich kann Ihnen das nochmal aufzeigen, was haben wir gemacht? Wir haben hier bezogen auf ganz verschiedene Indikatoren angeguckt. Eine Sache muss ich gestehen, diese klassischen Hochleister sind bezogen auf so einen Index noch ein ganz bisschen vorne dran, wenn man verglichen mit allen anderen, haben die Nase ganz bisschen vorne, das sind finanzielle Größen, Wachstumsgrößen, solche Dinge. Die erfolgreichen Pioniere sind fast genauso erfolgreich, aber die sind deutlich erfolgreicher bezogen auf die Währung der Zukunft und das ist Innovation, Mitarbeiterbindung, internes Unternehmertum und Geschwindigkeit und Gesundheit. Wenn man jetzt die anderen anguckt, hier, diese modern Überforderten, dann merkt man, die sind in einer Überhitzung drin, die haben eine Orientierungslosigkeit oder auch, dass die erstmal die Menschen überfordern, in diesen neuen Arbeitsbedingungen klarzukommen. Das heißt, wir haben auch höhere Raten an Erschöpfung, wir haben so eine kollektive Überhitzung, wir haben mehr Spannung in diesen Unternehmen, weil sie damit noch nicht gut zurechtkommen. Das ist von Führungskräften eine Sache, die sehr, sehr eben zu schaffen macht, wir haben Ängste, solche Sachen. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, was so die entscheidenden Faktoren sind. Also was macht diese erfolgreichen Pioniere aus, dass die in diese neue Arbeitswelt reingehen und da tatsächlich auch besser aufgestellt sind als die anderen, eben im Vergleich zu diesen, die eher in der Beschleunigungsfalle bzw. in dieser Erschöpfung landen und auch gesundheitlich Schwierigkeiten haben. Jetzt haben wir diese Erfolgsfaktoren mal so zusammengefasst. Jetzt mal drei Erfolgsfaktoren gegliedert. Die haben eine bestimmte Art der Führung dieses 360-Grad-Leadership, das trage ich Ihnen jetzt das allererste Mal vor. Das ist eine Studie, die haben wir jetzt gerade abgeschlossen, die ist gerade dabei im Editieren, die kommt am Freitag erst raus. Das ist so etwas, das wussten wir vorher nicht, das stelle ich Ihnen mal vor, vielleicht finden Sie es interessant. Dann haben wir beim Thema Kultur, eine ganz aktive Kulturentwicklung, also bestimmte Spielregeln, bestimmte Werte, die da eine Verlässlichkeit reinbringen, weil je freier man arbeitet, je virtueller die Leute sind, je stärker man mit Wildfremden kurz mal in Projekten arbeitet, desto mehr muss ich mich darauf verlassen, dass ich denen vertrauen kann, und dass die bestimmte gleiche Werte haben, bestimmte Ziele verfolgen, die zu meinen passen. Das ist anders, wenn ich die jeden Tag sehe und dann kann ich immer abstimmen. Deswegen gewinnt das Thema Kultur so an Bedeutung und dieser Fokus auf die richtigen Menschen. Erfolgreiche Pionieren guckt man sehr genau, wie holt man sich ins Haus und dann guckt sehr genau einmal nach den Werten. Also, passen die in unsere Kultur, können wir uns auf die verlassen, ist das jemand, ist das eine oder eine von uns? Und das Zweite, haben die Kompetenzen, so zu arbeiten, mit dieser Freiheit, mit der Geschwindigkeit, mit dieser Unsicherheit, bringen die da gewisse Kompetenzen mit. Ja, und dafür muss man gut auswählen können. Das mal so als Überblick und ich gehe jetzt in die Einzelnen mal rein. Das erste Thema, das hat ja damit zu tun, wie sich der Marco verändert an Nachwuchskräften. Ich kenne ja immer diesen Fachkräftemangel, aber für mich bin so Zahlen, und ich mag das ganz gerne, wenn man das mal auf den Punkt bringt, mit dieser Studie, dass nur 40% der Generation Y in Großunternehmen arbeiten wollen, die hat mich nochmal stutzig gemacht. Und sie wechseln im Durchschnitt alle 2 Jahre. Bei Z hat man das noch nicht so das Muster, aber es geht man nicht davon aus, dass es eher verstärkt ist, dieser Trend. Und was man jetzt finden kann, ist ganz entscheidend, wie die Leute geführt werden. Bei der Studie hat man mal die Generation Y gefragt, möchtest du denn eigentlich geführt werden? Und man hat Führungskräfte gefragt, hier die Grünen hier, was meint ihr, was braucht denn die Generation? Und Sie sehen, diese beiden Kassen lesen die gar nicht so zusammen. Also diese Vorstellung, was brauchen die und was wollen die,
Das ist eine Sache, da kriegt man gar nicht so, ne? das passt nicht zusammen. Wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann würde man sagen, die Grünen sagen, du, denen musst eine klare Orientierung geben, die musst du sagen, wo es lang geht, und die musst du auch immer mal kurz so kontrollieren, damit die anständige Leistungen bringen. Bei den Grünen ist eher das Thema Wertschätzung, Vertrauen, ernst genommen werden, ne? Quatsch, bei den Grauen, Entschuldigung, bei der Generation Y, das, was sie wollen. Wenn man sich das mal anguckt, dann lässt sich das eigentlich ganz gut in Muster einbringen. Und dieses Muster ist ein Führungsstilansatz, der ist eigentlich klassisch. Der kriegt nur jetzt eine Renaissance, die hat keiner geahnt, der ist aufgewertet ohne Ende. Also es ist sowieso die effektivste Art der Führung, die weltweit bekannt ist, aber die neuen Arbeitsformen wird es extrem beschränkt. Und zwar sagt man für transaktionale und transformationale Führung. Dieses Transaktionale ist klassische Führung, wie Butter- und Brotgeschäft, wo sehr rational wird Führung organisiert, wie ein Kaufgeschäft, Leistung gegen Geld, mehr oder minder, ganz vereinfacht. Ne? In den meisten Unternehmen über Zielvereinbarungen, Leistungsbewertung und dann häufig auch daran gekoppelte Entlohnung, ne, umgesetzt. Klassisch. Transformational, hier geht es darum, dass man als Führungskraft die Mitarbeiter transformiert, sodass die den Sinn sehen. Dass die wissen, warum machen wir das, wo geht es mittelfristig hin. Jetzt dieses Transaktionale ist aber viel zu stark häufig. Wir haben zu ausgeprägtes Performance-Management in klassischen Großunternehmen. Wir brauchen davon etwas, aber wir haben im Moment überdominant viel, sodass wir eher Kennzahlen gesteuert in Kästchen die Leute führen. Damit binden wir die nicht. Damit machen wir die auch nicht fit für die neue Arbeitswelt. Da tun wir die in so eine Legebatterie rein. Das ist nicht gut. Was wir viel zu wenig haben, das zeigen unsere Zahlen extrem deutlich, ist das Transformationale, nämlich wir haben Führung mit Sinn und Inspiration dazu gesagt. Dass Führungskräfte den Mitarbeitern vermitteln, wo wollen wir mittelfristig hin, was ist der Sinn und was trägst du dazu bei? Und das ist eine wertschätzende Art der Führung, weil der Einzelne sieht, meine Aufgabe ist wichtig und ich renne nicht einfach irgendwelchen Zahlen nach. Und diese Art der Führung, die haben wir viel zu wenig, beziehungsweise wir können zeigen bei den erfolgreichen Pionieren, ist diese Art der Führung deutlich stärker ausgeprägt. Wenn die da ist, dann wachsen die Unternehmen und kriegen so einen Schub durch die neue Arbeitswelt. Wenn das nicht da ist, wenn die keine transformationale Führung haben oder schwach, dann haben wir das mit den Händen verbrannt. Weil hier zeigen wir übergeordnete Ziele. Hier stellen wir sicher, dass die Leute emotional an Bord sind, dass die an einem Strang ziehen, egal wo die sind, ob die sich kennen oder ob die sich sehen. Wenn wir das nicht haben, da haben wir Einzelkämpfer, die sind entklärt, da irgendwas vor sich hin tun und das ist nicht gesund. Das ist keine Sache, die wir brauchen. Und das ist das Negativ-Szenario. Ja, also das hier abschwächen, das hier stärken, das ist so ein ganz, ganz starkes Muster dabei. Das Zweite, was wir finden, also ist, dass wir in der neuen Arbeitswelt loslassen müssen. Und alle möglichen Konzepte, die es gibt, die schlagen vor, dass wir von dem Klassischen weggehen und mehr Raum für Beteiligung schaffen. Für Selbstführung, bis hin zum Abschöpfen von Führungskräften im Sinne Leader des Organisation. Und häufig wird das tatsächlich wie ein Kontinuum beschrieben und da haben wir uns erst auch daran orientiert, was wir gefunden haben. Das ist unersetzlich, dass man mehr Raum gibt, mehr empowert, mehr Leute mit einbezieht. Und dann haben wir uns gefragt, wie passt denn das eigentlich zusammen? Und jetzt kommt das, was wir jetzt gerade gefunden haben. Achso, eine Sache noch, Entschuldigung. Hier sind Führungskräfte gefragt, was fällt euch am allerschwersten? Zeit für Führung und dann loslassen. Umsetzen von Ergebnissen. Wir sind in neues Design reingegangen und haben hier auch Worte anscheinend abgeschnitten, aber hier soll stehen: Umsetzung einer Ergebnis- statt Anwesenheitsorientierung.
Also der es fällt Führungskräften am allerschwersten, loszulassen und einfach auf der Grundlage, was kommt raus, zu beurteilen und nicht, wer es am längsten wollen. Wenn es denen so schwer fällt, dann können wir es denen nicht überstülpen. Wir müssen die praktisch mitnehmen, wir müssen diese Führungsveränderung weg vom Transformational hin zu mehr Sinnorientierten und dieses Shared mit denen gemeinsam machen. Und jetzt zeige ich mal, wie dieses Inspirierende und das Share zusammenpassen. Wir haben erstmal, wir haben uns an der Literatur orientiert und jetzt haben wir diese ganz neue, Force Coming steht hier deswegen, auch Studie gemacht und haben wieder 20.000 Leute gefragt und haben geguckt, was ist in den Unternehmen, was bewährt sich und so weiter. Was wir gefunden haben, ist, dass die Unternehmen, die das kombinieren, die erfolgreichsten sind. Das heißt, eine Führung, wo wir einerseits diesen starken Fokus auf die Inspiration haben, das ist das, was von der klassischen, von der traditionellen oder hierarchisch basierten Führung übrig bleibt oder was wir da stärker akzentuieren, und gleichzeitig dieses horizontale, ganz starke Ausbildung von geteilter Führung, nämlich großer Anteil von Selbstführung, Selbstorganisation im Team. Wir haben Unternehmen, die machen nur das Inspirierende, die haben aber nicht das stark geshared. Wir haben andere Unternehmen, die machen nur Shared Leadership, also die machen da Empowerment und alles Mögliche, aber dann fehlt eigentlich die Orientierung da drin. Und wir haben andere, die machen eigentlich laissez-faire. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was ist der Unterschied, wenn ich 360 habe, im Vergleich zu inspirierender Führung. Wir haben weniger Speed. Wenn wir nur inspirierend führen und nicht das Shared dabei haben. Wir haben höhere Überhitzung, bezogen auf Erschöpfung und Gesundheit sind beide gleich. Das heißt, dieses Inspirierende ist ein ganz entscheidender Puffer für das Thema Gesundheit, weil wir natürlich das Thema Meaning haben, Empfinden, Wertschätzung, was ganz, ganz entscheidend ist. Das ist bei beiden gleich. Jetzt zeige ich mal den Unterschied. Was ist denn eigentlich, wenn ich sozusagen dieses Shared habe, anstatt dass ich beides, Inspiration und Sharing habe? Wir haben weniger Speed, wir haben mehr Überhitzung, also so eine Thema Erschöpfung, zu viele Sachen gleichzeitig. Wir haben auf der Individualebene auch höhere Auswertung von Erschöpfung und reduzierte Gesundheit, weil den Menschen die Orientierung fehlt. Diese Wertschätzung, dieses Warum machen wir denn das, wo ist denn unsere gemeinsame Zukunft, wenn man nur shared hat, wenn man nur empowered und im Team sich organisiert, dann ist es bei kleineren Unternehmen vielleicht so, dass man gute Orientierung hat, aber je größer die wäre, desto mehr ist es dann so, dass das dann zu eher Stressempfinden führt oder auch zu Überlastung. Und natürlich das Letzte ist das am wenigsten erfolgreich. Also und da muss man bei der neuen Arbeitswelt sehr aufpassen, dass man nicht bei allem, was man hier an Hierarchie abbaut und an Führung abbaut, in Vakuum reinkommt und nachher eine Nichtführung hat. Das ist traditionell schon die kontraproduktivste Art der Führung. Und in der neuen Arbeitswelt ist es fatal. Ja, wenn man da eine Nichtführung drin haben, weil keiner mehr weiß, darf ich jetzt nur entscheiden und einen Schlips tragen oder was ist, ne? Da muss ich alle tun. Also das ist ne, jetzt so ein bisschen salopp gesagt, bei diesen ganzen Entwicklungen hin zum Abbau von Hierarchie, Agilisierung, alles gut. Aber nicht das Kind im Bade ausschütten, dass man Führung so abbaut, dass man nichts mehr nachher übrig hat an Orientierung, an Wertschätzung, an den ganz entscheidenden Themen, die für Erfolg wichtig sind, aber auch für die Gesundheit. So, das habe ich hinten noch so ein paar Selbstcheckfragen für Sie vorbereitet. Zu dem Teil können Sie ja bei sich nochmal dann reingucken, führen, die inspirieren bei Ihnen und share Leadership schon gelebt und kombinieren Sie das beides schon in Ihrem Unternehmen. Bei der Kulturentwicklung ich mal jetzt skizzenhaft. Es ist, wir haben auch gefunden, diese erfolgreichen Pioniere sind deutlich stärker aufgestellt, was die Kultur angeht. Bestimmte Merkmale und ganz, ganz oben ist das Thema Vertrauen, sind dabei entscheidend. Es wirkt immer wie so ein Füllfaktor da drin, aber es ist ein sehr, sehr greifbarer Faktor da drin, das Thema Vertrauen. Wir haben zum Beispiel im ganzen Thema Speed und Agilisierung
Unter anderem, wir arbeiten mit Porsche Motorsport und wir fragen, wie kann es denn so schnell sein und so weiter, ohne dass du da auf der Kurve fällst. Und ein Fahrer hat es sehr schön beschrieben, der sagt, mein Sichtfeld ist so klein. Wenn ich in diesem Auto sitze, mit diesem Helm, so klein. Wenn ich auch nur die leisesten Zweifel habe, dass diese Stimme, die mir was Mikro sagt, durchsagt, ich soll aufs Gas gehen, nicht vertrauenswürdig ist, ja, dann gehe ich nicht voll aufs Gas, dann kann, fühle ich mich nicht gut da drin. Das heißt, ich muss der vertrauen, sonst mache ich das nicht. Und dieser Fahrer, der hat schon mal mit Porsche gearbeitet, der sagte, denen vertraue ich eigentlich ohne dass ich da irgendwie mit der Handbremse fahre. Aber der Reifenproduzent, bei dem Michelin, sagte, ich kann dich zu wenig. Ne? Ich gehe da hin, ich gucke denen in die Augen und ich gucke mir an, wie diese Reifen produziert werden. Weil das ist das, was mich letztendlich da auf dem Boden hält. Wenn ich da zu wenig Informationen habe, zu wenig Verlässlichkeit da drin, kann ich nicht voll vertrauen, dann gehe ich nicht voll aufs Gas. Und das ist bezeichnend für das. Ich sehe die Leute nicht, das sind teilweise Fremde und ich muss aufs Gas gehen. Ne? Und das ist so, das wird so greifbar bei diesem ganzen neuen Arbeitswertthema. Jetzt war der extrem damit arbeitet das Google. Ich finde Google fast überinterpretiert und überzitiert bei dem ganzen Thema. Aber dieses Buch fand ich ganz, ganz entscheidend von dem ehemaligen HR-Chef, Lazaro Bock. Und das heißt interessanterweise, deswegen habe ich mir das gekauft, Bratwurst. Und man findet keine einzige bürokratische Regel da drin. Das sind ausschließlich Kulturnormen und das sind Spielregeln, die werden nicht in Frage gestellt, weil die sichern bei dieser ganzen Fluidität, bei dieser ganzen Flexibilität, Virtualität eine Verlässlichkeit. Weil ich weiß, wir haben bestimmte Spielregeln, wir haben bestimmte Normen und die sind unantastbar. Und das wird hier drin beschrieben. Wer hier bei uns im Kulturkreis für mich Weltklasse dafür ist, die können gerne die Studien auch später haben, ne, an die jetzt, ist die Firma Hilti. Hilti ist für mich Kulturweltmeister. Ich kenne keine andere Firma, die das systematischer, professioneller macht. Dieses Thema Kulturmanagement, das machen die nicht erst im Zuge der neuen Arbeitswelt. Das ist auch komisch, wenn man da irgendwie ad hoc anfängt, wenn man in eine neue Arbeitswelt reinbringt. Aber das, was die sich systematisch über die Zeit aufgebaut haben, das zahlt sich jetzt aus und ermöglicht auch Schnelligkeit in dieser neuen Arbeitswelt und dieses Loslassen. Für mich ein Hilti, sind HSG auch enger vertraut, auch von unserem Institut, so ein älterer, sehr edler Herr, wenn der das erzählt und nimmt immer noch ganz einfache Metapher. Und da kommt schon durch, wie ernst das ist. Dann sagt er, wisst ihr, was bei mir, bei uns, bei Hilti, ja, haben wir uns entschieden, wir spielen Teamsport. Das haben wir ganz bewusst entschieden, wir spielen Fußball. Und wir stellen auch sicher, jeder kennt die Regeln. Wir investieren mehrere Millionen, steht es hier, 13,2 Millionen Franken jährlich in Kulturentwicklung. Wir stellen sicher, ihr kennt gut die Spielregeln hier. Wenn wir nur feststellen, dass Sie da kommen mit dem Tennisschläger, ne? Dann können Sie ja so gut sein wie Roger Federer. Und auch im Lichtenstein sind sie verdammt schlimm. Aber das macht ja unser Spiel kaputt. Das können wir uns ja richtig vorstellen. Wenn da so ein Roger Federer kommt, der spielt ein Ego-Spiel. Und sagt, komm mal zu, lass den Schläger zu Hause, zieh dich um, spiel Fußball mit uns. Und wer das nicht möchte, der will vielleicht jemanden finden, der mit dem Tennis spielt, aber das ist nicht der Weg. Das ist so dieses, wie gehen wir mit Regeln um? Sehr einfach, man muss definieren, welches Spiel, man muss definieren, welche Regeln. Dann muss man auch genauso ernsthaft damit umgehen, sagen, das ist das Spiel, was wir spielen. Ansonsten macht es das kaputt und wir können nicht so frei und teamorientiert zusammenarbeiten. Diese Buschmänner, die ich da so im Hintergrund jetzt gerade gebracht habe, sollen darauf hinweisen, dass es in einigen Unternehmen im Moment sowas gibt, das heißt Cargo-Kultur. Und es ist eine oberflächliche Anmutung von Kulturveränderung. Können Sie mal nachlesen, das ist ganz interessant. Damals war es der Zweite Weltkrieg. Waren die USA in so einer pazifischen Insel stationiert. Da waren so Eingeborene.
Und die haben immer, die USA haben da immer Essen runtergeworfen, Cargo, Waren runtergeworfen aus den Flugzeugen. Und die haben das immer aufgemacht und gesagt, so, das ist doch da vom Himmel gefallen ist, ne? Die Eingeborenen da drin. Und es war der Krieg zu Ende, die Amerikaner weg, da kamen gar keine Flugzeuge mehr. Und dann haben diese Eingeborenen angefangen, so als Ballast zu Flugzeugen zu bauen. Weil sie dachten, dann kommt wieder was vom Himmel gefallen. Ne? Also so auf der Oberflächenstruktur haben sie was verändert. Ne? In der Hoffnung, dass dann wirklich was, da gibt es tolle Fotos, das haben sie täglich gemacht. Und das ist das, was heute in vielen Unternehmen passiert an der Oberfläche, dass man eine Blutskultur einführt oder Turnschuhe oder irgendwelche Design-Thinking-Räume einrichtet. Auch die tiefen Strukturen, die ganz, ganz tief liegenden Tugenden, das nicht antastet. Und wir können das nicht mit Carbon-Kultur machen, wir können nicht mit Flugzeuge bauen. Das wird der ganzen Sache nicht gerecht und das wird uns dann gezeigt, wenn die Leute überfordert sind in dieser neuen Arbeitswelt. So, das allerletzte Fokus auf die richtigen Menschen. Man muss extremen Fokus machen, dass man die richtigen Leute auswählt. Ich habe hier nochmal von Hilti, der CFO, der verbringt jedes Jahr selber 6 Wochen in verschiedenen Regionen vor Ort über Nachfolgeplanung zu sprechen und Talente kennenzulernen. Das ist nur ein GL-Mitglied, aber diese GL-Mitglieder haben auch richtig viel zu tun bei Hilti. In 6 Wochen jedes Jahr. Und er ist nicht der Einzige, der das tut. Das ist das, die ganz, ganz entscheidende Aufgabe, zu gucken, dass man die richtigen Leute hat. Hier auch nochmal Google, das ist eine ganz interessante Sache für so einen Zahlenmensch wie mich. Ist nicht gut, haben sie andere Unis genommen als die Unis St. Gallen, aber du ist es nun mal so. Wir haben hier so top-amerikanische Unis angeguckt mit ihrer Quote, wie viele Studierende werden aufgenommen im Verhältnis zu den Bewerbern. Kleine Zahl. Dann haben sie sich Goldman Sachs angeguckt, 3%. Was meinen Sie, wie viele bei Google aufgenommen werden? Also immer, das ist das Verhältnis von Personen, die eingestellt werden im Verhältnis zu Bewerbern. Was meinen Sie? Nee, das ist jetzt nicht, da arbeiten sie noch dran, ne? Die müssen ja, aber es ist tatsächlich unter 1%, 0,25%. Und das heißt, für jede Stelle haben die Durchschnitt 400 Bewerber. Und dann tun sie total viel im Sinne von Employer Branding, weil man die richtigen auswählen muss. Man muss die richtigen auswählen. Man darf da gar keine Kompromisse machen, insbesondere mit so einer Kultur. Und hat jemand die Kompetenz, in dieser neuen Art zu arbeiten? Oder ist jemand überfordert, überhitzt, kann das Tempo nicht mithalten. Ja? Das sind sozusagen die Kriterien, aber dafür muss man ein super Arbeitgeber sein. Jetzt springe ich ein paar Sachen, die haben Sie aber nachher in der Übersicht da drin. Ganz zum Schluss, wir haben auch festgestellt, diese erfolgreichen Pioniere haben an der Spitze bemerkenswerte Personen und die unterscheiden sich von allen GL-Mitgliedern von den anderen Unternehmen, also bei den 6% im Verhältnis zu den 94%. Die Führungskräfte an der Spitze haben ein stärkeres Sinnerleben selber. Die sind viel, viel stärker mit Herzblut dabei, identifizieren sich. Die haben viel, viel stärkeres dieses Zukunftsbild, eine klare Richtung. Wie soll das aussehen? Warum machen wir denn das? Und nicht irgendwelche Modelle 4.0 agil. Und die gehen an diese Veränderung chancenorientiert ran, also nicht angstgetrieben so, wir müssen da mithalten, weil der Wettbewerb uns ansonsten überholt, sondern hey, was bietet denn diese Welt? Was haben wir denn da draußen? Wie anders können wir denn arbeiten? Gekoppelt immer mit einer positiven Fehlerkultur, dass man da kommt, mutig vorangehen. Und wenn was schief geht, dann müssen wir daraus lernen. Das persönliche Einstellung an der Spitze, dass man das braucht. Ganz zum Schluss eine Sache, die finde ich in diesen Zeiten so schön. Ich mag dieses Zitat sehr gerne, ich verwende das in verschiedensten Kontexten, aber ich finde, es passt einfach jetzt in der Zeit so. Und zwar die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um die eigene Energie zu kümmern und dann zu helfen, Energie nachhaltiger zu machen. Also, in diesen Zeiten als Führungskraft, als jemand, der da Change gestaltet, Leute mitnimmt, auf jeden Fall erstmal auf sich selber aufpassen. Also schützen Sie Ihre Leidenschaft, Ihre Begeisterung, um dass es Ihnen selber gut geht. Und dann können Sie die anderen mitnehmen. Und zwar genau in der Reihenfolge.
An den Satz denke ich ja ganz schön oft. Und wissen Sie, das ist immer, wenn ich fliege. Wissen Sie wann? Immer wenn die mit genau sind, ganz genau. Dennis will in den Atemmasken kommen. Und jedes Mal, wenn die das sagen, sagen die immer, hätten sie sich selbst erst und dann die Kinder. Das ist brutal. Jedes Mal fühle ich es wieder brutal. Erst sich selber und dann die Kinder. Und das ist genauso richtig, weil die Kinder alleine einfach nicht klarkommen. Und genauso ist es bei der Führung. Wenn sie nicht, wenn sie angeschlagen sind, wenn sie gestresst sind, wenn sie überfordert sind, in dieser unglaublich turbulenten Zeit, dann können sie nicht die anderen mitnehmen. Deswegen schauen sie erst auf sich und dann nehmen sie schön die anderen mit auf dieser Reise in diese Arbeitswelt hinein. Eine Frage habe ich trotz allem. Dieses 63 Grad Leadership-Modell. Haben Sie das auch nach Branchen etwas untersucht? Gibt es da Merkmale, welche Branche schon weiter ist? Oh Mann, da will ich, das ist alles noch sozusagen in Press. Ich kann es im Moment gar noch nicht sagen. Das ist das, was ich ausziehen konnte, sozusagen, bevor es spruchreif ist. Und haben Sie eine Vermutung? Welche dort, wir haben herausgefunden, dass Dienstleistungssektor weiter ist als Produkte, kleine Unternehmen weiter sind als größere Unternehmen, das ist so. Ansonsten glaube ich, dass das, drüber werde ich nicht spekulieren. Okay, ganz herzlichen Dank. Dann spekulieren wir in der Pause darüber weiter. Wir sehen uns um 4 Uhr wieder hier im Saal für das dritte Referat und für Fragen und Antworten. Ja, Chronopathologie der Überforderung. Eine interessante Begriffskombination. Und umso gespannter sind wir natürlich auch auf das Referat von Professor Thomas Fuchs. Arzt und Philosoph, auch das ist eine spannende Kombination. Wir freuen uns mit dem Professor Fuchs. Ja, vielen Dank und ganz herzlichen Dank für die Einladung auch an die Organisation. Ich werde mal sehen. Ich kann ein bisschen Bezug nehmen auf die Ausführungen von Frau Hoch vor mir, denn die moderne Überforderung, die modernen Überforderten sind natürlich ein Stichwort, das zu meinem Vortrag passt. Ich werde allerdings das Ganze ein bisschen von einer sowohl psychiatrischen als auch gesellschaftsdiagnostischen Frage angehen. Nämlich der Frage, wie Depression, Burnout, Überforderung mit unseren Zeitstrukturen zusammenhängen. Deswegen Chronopathologie. Nun beginnen wir mit einem kleinen Blick auf die Geschichte der Erkrankung, nämlich der Depression, die seit der Antike schon als eine Erkrankung angesehen wurde, die irgendwie mit der Herrschaft des Saturn im Zusammenhang stand. Und Saturn ist griechisch Kronos, also der Gott der Zeitlichkeit. Hier haben sie Saturn als Melancholie dargestellt, ein alter Zusammenhang. Irgendwie hängt Depression schon seit jeher mit der menschlichen Zeitlichkeit zusammen. Und das entspricht auch dem klinischen Bild. Depressive Menschen leiden nämlich unter einer Verlangsamung und einer Entfremdung ihrer erlebten Zeit. Die Antriebskräfte erlahmen, die Lebensbewegung kommt ins Stocken. Die Möglichkeiten der Zukunft erscheinen verschlossen und Resignation, Aussichtslosigkeit breiten sich aus. Und auf der anderen Seite drängen sich alle Versäumnisse und Fehler der Vergangenheit in den Vordergrund und scheinen nicht wieder gut zu machen. Schuld und Last der Vergangenheit drücken den Depressiven buchstäblich nieder. So schreibt der holländische Psychiater Piet Kuiper, der selbst mit 60 Jahren an einer Depression erkrankte, in einer Selbstschilderung: Die Zeit wird mir zur quälenden Last. Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Nicht nur die Dinge vergehen, sondern auch die Möglichkeiten verstreichen, ungenutzt. Wenn man etwas nicht zur rechten Zeit tut, tut man es niemals mehr. Das eigentliche Wesen der Zeit ist untilgbare Schuld. Wir sehen, in der Depression errichtet die Zeit eine grausame Herrschaft, die sich nicht mehr abschütteln lässt.
Einer meiner Patienten schilderte es folgendermaßen. Meine innere Uhr ist stehen geblieben, während die Uhr der anderen weiterläuft. In allem, was ich tun müsste, komme ich nicht voran. Ich bin wie gelähmt. Ich falle hinter meinen Pflichten zurück. Ich stehle Zeit. Und darin wird bereits deutlich, dass die Depression nicht nur eine Störung der individuellen Zeit darstellt, sondern auch eine Entkoppelung von der gemeinsamen sozialen Zeit. Das heißt, eine Desynchronisierung. Der Depressive kann mit dem Fortgang der Ereignisse, mit den Anforderungen und den Fristen nicht mehr Schritt halten. Und unter diesem Aspekt wird die Depression auch zu einem möglichen Indikator für eine Überlastung der Einzelnen in beschleunigten Gesellschaften. Sie wird zu einer Zeitkrankheit im doppelten Sinn. Zahlreiche Studien aus den letzten Jahrzehnten weisen darauf hin, dass die Beschleunigungsprozesse in westlichen Gesellschaften auch eine erhöhte Prävalenz depressiver Störungen zur Folge haben. Hier etwa eine Statistik der Deutschen Technikerkasse zur Zunahme von Krankheitstagen seit 2000, die in erster Linie die psychischen Erkrankungen betreffen und hier insbesondere die Depressionen, also den ganz großen Anteil der Zunahme. Ähnliches Bild, eine Statistik der Deutschen Angestelltenkrankenkasse seit 1997, wieder psychische Erkrankungen im Vergleich zu den Gesamterkrankungen, die etwa stationär bleiben. Und bei den psychischen Erkrankungen ist wieder die Depression ganz eindeutig im Vordergrund. Die Zahl der Krankheitstage aufgrund von Depressionen und Burnout hat sich also in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht, während gleichzeitig die Verordnung von Antidepressiva seit 1991 um das 7,5-fache angestiegen ist. Man könnte natürlich fragen, warum all diese Medikamente die Depression nicht weniger haben werden lassen, aber das lassen wir mal beiseite. ohne jeden Zweifel belegen solche Statistiken eine enorm gestiegene Bedeutung depressiver Erkrankungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Ich will nun im Folgenden die These vertreten, dass sich Depressionen insbesondere als eine Reaktion auf das begreifen lassen, was ich eine Herrschaft der linear beschleunigten Zeit nennen möchte. Eine Herrschaft also, die die beschleunigte Gesellschaft errichtet, und zwar über die zyklische Zeit des Lebens. Und dabei entstehen Überforderungen, Desynchronisierungen, Burnout und schließlich klinische Depressionen. Und damit spiegeln sich in der Depression auch die Anforderungen, denen sich die Individuen in den spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften ausgesetzt sehen, vor allem den beständigen Druck, mit der allgemeinen Beschleunigung Schritt zu halten. Ich werde dazu im Folgenden zunächst die Prozesse der zeitlichen Abstimmung, der Synchronisierung untersuchen, die das biologische, aber auch das soziale Leben charakterisieren. Sie resultieren in einer zyklischen Zeit, die besonders die vormoderne Gesellschaft geprägt hat. Und hier stelle ich die linear beschleunigte Zeitdynamik gegenüber, die sich in den westlichen Gesellschaften seit der Neuzeit entwickelt hat und die mit der zyklischen Zeit notwendig in Konflikt geraten muss. Und dann lässt sich die Depression als eine resultierende Desynchronisierung zwischen den Individuen und der Gemeinschaft beschreiben, die unter den Bedingungen einer Beschleunigung eine zunehmende Gefahr darstellen muss. Die Zeitlichkeit des Lebens lässt sich durch zwei Aspekte charakterisieren: Synchronisierung und zyklische Zeit. Zum einen synchronisieren sich nämlich Lebewesen fortwährend mit ihrer Umwelt, mit den Tages- und Nachtzeiten, mit den Jahreszeiten, die der Sonnenlauf ihnen vorgibt. Unser 24-stündiger Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel ist das Ergebnis einer Kopplung zwischen internen und äußeren Zeitgebern. Zum anderen sind auch die Prozesse des Stoffwechsels und der Selbsterhaltung grundsätzlich zyklischer oder rhythmischer Natur. Sie sind charakterisiert durch den periodischen Wechsel, Aufnahme und Ausscheidung, Verausgabung, Regeneration, Wachen, Schlafen und die entsprechenden Hormone und Temperatur- und Energiezyklen. Periodischen Ausgleich finden wir auch in allen wiederkehrenden Zuständen von Mangel, Bedürfnis, Trieb, Befriedigung, etwa Hunger und Durst.
Und all das zeigt, dass das primäre, vitale Leben und auch das entsprechende Erdleben nicht in einer gleichförmigen linearen, sondern in einer zyklisch-periodischen Weise verläuft. Wenn wir jetzt übergehen zum Verhältnis des Menschen zur sozialen Umgebung, dann treffen wir auch wieder auf vielfältige Synchronisierungen. Zunächst sind bereits die alltäglichen Kontakte zu anderen gekennzeichnet durch eine ständige Feinabstimmung der nonverbalen Kommunikation, eine ständige unbewusste Koordination der Körperbewegungen, Mitbewegungen, ein Mitschwingen oder eben das, was man leibliche Resonanz nennen kann. Von Geburt an bedeutet die Mikrodynamik des alltäglichen Umgehens mit anderen eine gewohnheitsmäßige Synchronisierung, eine gelebte Synchronie. Dieser grundlegenden Synchronie mit anderen werden wir freilich in der Regel kaum gewahr. Spürbarer werden die Prozesse von sozialer Synchronisierung, vor allem in den vielfältigen Formen von geregelten Zeitordnungen, also in der Tages- und Wochenregulierung, der Koordination von Tätigkeiten, im Timing, in allen wechselseitigen Verpflichtungen und Absprachen, die mittels Normierung und Selbstdisziplinierung eingehalten werden. Aber diese Sozialsynchronisierungen sind, ähnlich wie auf der biologischen Ebene, keineswegs konstant, sondern sie durchlaufen wiederkehrend Phasen der Desynchronisierung. Und dabei lassen sich zwei Formen grundsätzlich unterscheiden. Im Verhältnis von Eigenzeit und der gemeinsamen, der sozialen Zeit, lassen sich unterscheiden eine Retardierung, eine Verlangsamung der Eigenzeit und eine Beschleunigung der Eigenzeit. Und das ergibt folgende typische Phänomene. Zunächst ist die Übereinstimmung oder Synchronie von Eigen- und Weltzeit hier in der Mitte gekennzeichnet durch das alltägliche Wohlbefinden, die erfüllte Gegenwart, in der man verweilt, ganz dem eigenen Tun oder der Resonanz mit anderen hingegeben, einer geschickten Tätigkeit überlassen, die Flow-Erfahrungen, die man machen kann, ein intensives Gespräch, die Betrachtung eines Kunstwerks. Hingegen macht das zu früh, also die Akzeleration der Eigenzeit gegenüber äußeren Abläufen, nun einfach das Warten erforderlich und führt aber häufig auch zur Langeweile, zur Ungeduld, Unruhe und Getriebenheit als weitere Beschleunigungen der Eigenzeit können sich dann in pathologischen, psychiatrischen Fällen steigern bis zur Manie, also zur krankhaften Beschleunigung, manischen Erregung. Und hier entkoppelt sich die Zeit des Individuums weitgehend von den natürlichen und sozialen Rhythmen. Wir können also von einer Desynchronisierung sprechen. Nun, leidvoller, unangenehmer als die Beschleunigung wird in der Regel die Verlangsamung der Eigenzeit, die Verspätung erfahren. Als entsprechendes zum Warten ergibt sich zunächst der Zeitdruck, der Stress, der aus einem aufzuholenden Rückstand resultiert. Unerfüllte Aufgaben können sich anhäufen, das Weitergehen in die Zukunft hemmen. Auch Krankheit, Erschöpfung bedeuten ein Nicht-mehr-Können. In den Erfahrungen von Verlust, Trauer, Schuld ist das Individuum an eine Vergangenheit gebunden, die es nicht so leicht hinter sich lassen kann, während die soziale Zeit der anderen schon wieder weiterläuft. Und eine mehr oder minder ausgeprägte Entkopplung von der gemeinsamen Zeit kennzeichnet schließlich die Depression. Also ich fasse zusammen, die intersubjektive Zeitordnung, das Verhältnis von Eigen- und Weltzeit lässt sich charakterisieren durch wiederkehrende Synchronisierung und Desynchronisierung. Diskrepanzen von der gemeinsamen Gegenwart erfordern daher immer wieder auch Bewältigungs- und Resynchronisierungsprozesse, sodass man wieder Anschluss an die gemeinsame Zeit gewinnt. Und während Resynchronisierungen auf der biologischen Ebene durch Erholung, Schlaf oder wiederkehrende Triebbefriedigung erreicht werden, bestehen sie auf der psychosozialen Ebene im Aufholen von Rückständen, im Nachholen von Versäumnissen, im Ausgleich von Ansprüchen, in Prozessen von Trauer, Reue, Versöhnung oder Ähnlichem.
Auch hier haben wir es häufig mit zyklisch wiederkehrenden Zeitformen zu tun. Nun haben wir gesehen, dass die Zeitlichkeit des Lebens primär durch eine rhythmisch-periodische Struktur gekennzeichnet ist. Was aber auch die psychosoziale Zeitordnung periodische Wechsel durchläuft von Synchronisierung, Desynchronisierung und Resynchronisierung. Und zusammen resultieren diese Prozesse auf den unterschiedlichen Ebenen in so etwas wie einer zyklischen Zeit, die die primären Lebensprozesse besonders prägt. Nun ist diese zyklische Zeitordnung charakteristisch für vorneuzeitliche, prämoderne Kulturen. In ihnen sind die meisten sozialen Prozesse noch organisiert nach Tages-, Monats-, Jahreszeiten, was sich auch in ihrer Kosmologie widerspiegelt. Traditionen, Rituale, Mythen, betten die jeweilige Gegenwart in eine zyklisch wiederholte Vergangenheit ein oder in eine übergreifende Zeitordnung vom mythischen Uranfang bis hin zur Wiederkehr des Anfangs in einer ebenso mythischen Zukunft oder Endzeit. Doch mit der Neuzeit entwickelt sich eine radikal neue Zeitkonzeption, die seither die gesellschaftlichen Prozesse zunehmend bestimmt. Es ist der lineare Zeitpfeil. Ich will nur die wichtigsten Ursachen dieser Entwicklung ganz kurz skizzieren. Zunächst der Beginn der Kapitalakkumulation in den italienischen Städten des 14. Jahrhunderts und die Ausbreitung des Kreditwesens mit dem Zins, der bis dahin noch verpönt war, setzt eine ganz neue Dynamik in Gang. Das kapitalistische Prinzip von Wachstum und Beschleunigung tritt zunehmend an die Stelle der traditionellen zyklischen Ökonomie und es begründet die langfristige Zukunftsorientierung der Wirtschaftssubjekte. Die Einführung der öffentlichen Räderuhren ab 1350 erlaubt die rational-lineare Organisation des Soziallebens in quantifizierbaren Zeiteinheiten. Auch in Naturwissenschaft und Technik setzt sich seit Galilei das Prinzip der linearen, gleichförmigen Bewegung durch, die ohne Reibung unbegrenzt andauern könnte. Und in der newtonschen Physik tritt die abstrakte, lineare Weltzeit an die Stelle der zyklischen Zeitkonzeptionen des Mittelalters. Seit der Neuzeit etabliert sich also das lineare Zeitprinzip, sowohl im kollektiven Bewusstsein, als auch in der Organisation der sozialen, ökonomischen Verhältnisse. Aber dieses grundlegende Prinzip unserer westlichen Kultur muss in Konflikt geraten mit der zyklischen Zeit der Lebensvorgänge. Denn im Unterschied zu linearen lassen sich rhythmisch-zyklische Prozesse nicht beliebig beschleunigen. Immer wieder drohen daher Entkopplungen von der Naturbasis und ihren begrenzten oder nur zyklisch erneuerbaren Ressourcen. Und sie manifestieren sich in ökologischen oder ökonomischen Krisen, ebenso wie in individuellen Überforderungen und Erkrankungen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist heute eine Kultur, die Paul Virilio als Dromokratie, als Herrschaft des Wettlaufs beschrieben hat, nämlich des Wettlaufs mit der Zeit. Die westliche Kultur kennt keinen Stillstand, kein Verweilen, keine Handlungshemmung. Unentwickelte Aktivität, technischer Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und Steigerung des Konsums sind die obersten Gebote. Sie sind der kapitalistischen Dynamik sozusagen inhärent. Die Zeitabläufe, die früher noch dem menschlichen Leib und den Lebensprozessen angemessen waren, hatten sich längst verselbstständigt. Mit der Beschleunigung von Kommunikation und Fortbewegung erreichen sie eine neue Stufe. Digitale Medien etablieren eine Allgegenwart und Gleichzeitigkeit, selbst von entferntesten Ereignissen, sozusagen einen virtuellen gemeinsamen Weltaugenblick. Die Langsamkeit des Lebendigen wird abgelöst von der Lichtgeschwindigkeit des Unbelebten, nämlich der Daten, Bilder, Finanzströme, für die es gar keine Entfernungen, keine Verzögerungen mehr gibt. Zugleich führt die Explosion des Verkehrs zu einem Verschwinden des Raumes, in dem man ankommen, bleiben, verweilen kann.
Prozesse der Synchronisierung und Erfahrungen der sozialen Resonanz mit anderen werden damit zunehmend in den Hintergrund gedrängt. Es entsteht so etwas wie eine unruhige Aufenthaltslosigkeit, eine zielstrebige Ziellosigkeit, die den Psychiater an die Manie erinnert, die Antithese zur Depression. Und wenden wir uns nach diesem Blick auf den Grundkonflikt von zyklischer und linearer Zeit der Depression wieder selbst zu. Dürfte inzwischen vielleicht schon erkennbar geworden sein, dass diese Erkrankung in vieler Hinsicht den Schatten der Moderne darstellt. In ihr kommt es zu einem Versagen der zyklischen Regenerationsprozesse, der Resynchronisierung. Und mit der Entkopplung von der gemeinsamen Zeit, mit dem Verlust der sozialen Resonanz, ist das Subjekt gewissermaßen wehrlos der Herrschaft der linearen Zeit unterworfen, wie wir sehen werden. Die typischen Auslösesituationen depressiver Erkrankungen lassen sich bereits als Desynchronisierungen beschreiben. Es sind Trennungen, Wechsel des Arbeitsplatzes, Umzüge aufgrund gesteigerter Mobilität, ein Zurückbleiben hinter zu hohen Erfolgsansprüchen. Daraus resultieren Schuld, Insuffizienz, Versagensgefühle, aber auch hypochondrische Ängste hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit. Und sie vereinigen sich zur Diagnose des erschöpften Selbst, wie es der französische Soziologe Henri Ehrenberg formuliert hat. Nicht die Depression wird gewissermaßen zur Krankheit einer Gesellschaft, in der die Individuen ständig unter dem Druck stehen, mit der allgemeinen Beschleunigung Schritt zu halten, ihren sozialen Status nicht zu verlieren. Ein Druck, dem sie zu begegnen versuchen durch Lerneifer, Selbstoptimierung, auch Selbstausbeutung. Den Erschöpfungsdepressionen, die daraus resultieren, geht meist das sogenannte Burnout voraus. Es ist geprägt von einer Spirale aus exzessiven Ansprüchen an sich selbst, steigender Anspannung und zunehmender psychophysischer Erschöpfung. Am Beginn steht eine Steigerung der Arbeitszeit, häufig auch der Arbeitsintensität, um den steigenden Anforderungen zu genügen oder auch einfach um zu den Leistungsträgern des Betriebs zu gehören. Das führt zu einem zunehmenden Verlust der Tagesstruktur und der natürlichen Rhythmik von Verausgabung und Erholung. Mit anderen Worten, die lineare Zeit verdrängt mehr und mehr die zyklische Zeit des Körpers und übernimmt gewissermaßen die Alleinherrschaft. Trotz aller Anstrengung erleben die Betroffenen aber zunehmende Ineffektivität, gefolgt von Unzufriedenheit, Frustration, schließlich innerer Leere und Erschöpfung. Im weiteren Verlauf kann das in eine klinische Depression münden. Ich gebe dafür ein Fallbeispiel. Ein 34er Patient hatte nach dem Studium mit Bestnoten und einem MBA in den USA bei einer Top-Management-Beratung angeheuert, arbeitete schließlich 60 bis 80 Stunden pro Woche und ein abnehmender Freundeskreis, die bloße Wochenendpartnerschaft, wurden zur Gewohnheit. Für ein Asienprojekt pendelte er zwischen den Kontinenten hin und her, erlaubte sich nur noch maximal 5 Stunden Schlaf pro Nacht. Doch der Schock kam für ihn, als ihm sein Vorgesetzter dennoch eine nicht ausreichende Leistung bescheinigte. Von da an wurde der Job für den Patienten zur Qual, geriet zunehmend in Zweifel an seinem Sinn. Schlafstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen kamen hinzu und er hatte das Gefühl, nur noch wie eine Maschine zu funktionieren, entfremdet zu sein, sich selbst nur noch von außen zuzusehen. Auch als seine Freundin sich schließlich von ihm trennte, verspürte er kaum noch Gefühle von Schmerz. 3 Wochen später brach er bei einer Sitzung zusammen und wurde in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Wir sehen, der Lebensentwurf des Patienten war charakterisiert durch eine sehr rigide Leistungsorientierung und den Preis der Vernachlässigung mitmenschlicher Beziehung. Seine Anstrengung ständiger Selbstbeschleunigung konvergierte mit den Ansprüchen einer beschleunigten Gesellschaft, seiner Umgebung. Aber sie überforderten die Ressourcen seines Körpers,
die sich eben nur zyklisch regenerieren lassen. Das lineare Prinzip der Selbststeigerung, Selbstoptimierung auf Kosten sozialer Beziehungen erwies sich schließlich als Illusion, führte in zunehmende Leere, Entfremdung und schließlich den depressiven Zusammenbruch. Wir sehen, dass das lineare Zeitprinzip tendenziell die Ressourcen des Individuums überfordert und erschöpft, die nur zyklisch regenerierbar sind. Das Burnout-Syndrom lässt sich dann als ein Versagen der Resynchronisierungsprozesse auffassen, auf die der Organismus angewiesen ist. Allerdings, es geht dabei nicht nur um physiologische Bedürfnisse, denn auch ein anhaltender Mangel an sozialer Resonanz spielt für die Entwicklung eines Burnout-Syndroms eine zentrale Rolle. Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem Engagement, das man investiert, den erwarteten sozialen Belohnungen und dem tatsächlichen Ertrag, besonders wenn die Anerkennung durch Vorgesetzte oder Kollegen ausbleibt. Dieses Resonanzdefizit hat nicht nur oder nicht in erster Linie mit einem großen Energieverbrauch zu tun, sondern es lässt sich eher erfassen als Gratifikationskrise, wie es der Arbeitsmediziner Siegrist ausgedrückt hat. So ist das Risiko, an einer Depression zu erkranken, um das Sechsfache erhöht, wenn zwischen Arbeitsanstrengung und Anerkennung, also Gratifikation, eine dauerhafte Lücke klafft. Damit sind wir im Grunde bereits bei der Analyse der Depression selbst unter einem chronopathologischen Aspekt. Denn in der Grenzsituation der Überforderung die Bewältigungsleistungen versagen, dann wird ein psychophysischer Mechanismus ausgelöst, der in einer weitgehenden Blockade und Lähmung besteht, also gewissermaßen in einem Umschlag von der sozialen in eine biologische Desynchronisierung zwischen Organismus und Umwelt. Auf der physiologischen Ebene manifestiert sich das in Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, in Störungen der täglichen Hormon-, Temperatur-, Aktivitätsperiodik, ebenso wie in einem Verlust von Antrieb, Appetit und Libido. Aber die Desynchronisierung betrifft natürlich auch die intersubjektive Zeit. Depressive stehen nicht mehr rechtzeitig auf, ziehen sich von sozialen Verpflichtungen zurück, geraten in ein permanentes Gefühl des Zurückbleibens, der Ausgeschlossenheit. Die Patienten sind auch nicht mehr in der Lage, von anderen Personen und emotionalen Situationen noch berührt, affiziert zu werden. Sie verlieren ihre leibliche Resonanz, klagen über eine quälende Gefühllosigkeit. Sie seien nicht einmal mehr fähig, für ihre nächsten Angehörigen noch etwas zu empfinden. In einem autobiografischen Bericht beschreibt Andrew Solomon seine Depression als einen Verlust des Fühlens, eine Taubheit, die alle meine menschlichen Beziehungen infiziert hatte. Liebe, Beziehungen, meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde, all das bedeutete mir nichts mehr. Mit fortschreitender Hemmung des Antriebs kommt schließlich die Lebensbewegung mehr oder weniger zum Erliegen. Der Depressive fällt aus der gemeinsamen Zeit heraus, er lebt buchstäblich in einer anderen, zähflüssigen Zeit. Während die äußere, die lineare, die Weltzeit weiterzieht, an ihm vorüberzieht, so wie es die Berichte der Patienten zu Beginn bereits gezeigt haben. Aber gerade weil depressive Patienten nicht mehr an der gemeinsamen Zeit teilnehmen, die Zeit nicht mehr selbst gestalten können, verfallen sie der reinen, unumschränkten Herrschaft der linearen, beschleunigten Zeit. Diese Herrschaft erstreckt sich auf Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen und das illustriert eine weitere Selbstschilderung von Piet Kuiper. Es ängstigte mich, dass Symphonien ein Ende haben, wie ein Musikstück sich nach einer inneren Logik auf sein Ende zubewegt, sogar darauf zueilt, in unumkehrbarer und umkehrbarer Abfolge. So hatte sich mein Leben angefangen gespielt und was in der Vergangenheit geschehen war, ist unveränderlich, unwiderruflich. Wir sehen also, dass die reine monolineare Zeit das Leben in eine mechanisch determinierte Bewegung verwandelt, die unablässig auf den Tod zuläuft. Und dieser leeren Folge von linearer Zeit ist das Subjekt
ohnmächtig ausgesetzt. Hier eine weitere Schilderung einer Patientin des Psychiaters von Gipsattel. Ich muss unaufhörlich denken, dass die Zeit vergeht. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, denke ich bei jedem Wort, vorbei, vorbei, vorbei. Dieser Zustand ist unerträglich und erzeugt ein Gefühl von Gehetztheit. Ebenso, wenn ich die Uhr ticken höre, immer wieder vorbei, vorbei. Der Gedanke, dass alles vergeht und dass das Leben immer kürzer wird, macht mir Angst. Auch hier sind Eigenzeit und die äußere Weltzeit völlig entkoppelt. Und da die Patientin die Zeit nun nicht mehr aktiv vollziehen, nicht mehr gestalten kann, erlebt sie diese äußere Zeit nur noch eben äußerlich fragmentiert und sie registriert jeden Augenblick zwanghaft. Das Jetzt wird für sie nicht mehr zu einer erfüllten Gegenwart, in der sie ankommen kann, sondern es bleibt nur noch ein Vorbei, also das leere Vorüberziehen der rein quantitativen linearen Zeit. Kommen wir zum Resümee. Wir haben gesehen, dass Burnout und Depression grundsätzlich aus einem Zurückbleiben resultieren, aus einer Desynchronisierung zwischen Eigen- und Weltzeit. In ihrer Auslösung wirken Selbstüberforderungen, erhöhte Ansprüche, Belastungen und unzureichende Resynchronisierungsfähigkeiten der Individuen zusammen mit einer Chronopathologie einer ständig beschleunigten Gesellschaft. Gerade als eine grundlegende Störung der Zeitlichkeit spiegelt die Depression wie keine andere psychische Krankheit den Konflikt wider zwischen der primären zyklischen Struktur der Lebensprozesse und der Herrschaft der linearen Zeit, die sich seit der Neuzeit in der westlichen Kultur etabliert hat. In diesem Konflikt ist der dynamische, der beschleunigte Pol grundsätzlich im Vorteil. Und daher erscheint es sowohl aus psychiatrischer als auch aus sozialpolitischer Sicht erforderlich, dass wir gegen die manische Beschleunigung Strategien der Retardierung, der Hemmung entwickeln. Und dass wir mit den Ressourcen des Leibes ebenso sorgsam umgehen wie mit den Ressourcen der Natur. Eine der wichtigsten Strategien ist dabei die Rhythmisierung des Lebens. In der Behandlung von Burnout und Depression gehört die Restrukturierung des Tages, also durch Aktivitäts- und Ruheperioden, zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen. Denn die dabei entstehende zyklisch zielgerichtete und im Ziel sich erfüllende Zeitlichkeit wirkt der leeren Abfolge der linearen Zeit entgegen, die den Patienten beherrscht. Doch Rhythmisierungen werden auch ein Mittel der Hemmung gegen die ungewöhnste Dynamik eines globalisierten Kapitalismus. Worum es ginge, wäre also der Widerstand gegen die Entrhythmisierung des Lebens, die sich immer mehr auf alle Bereiche der Gesellschaft ausbreitet. So sind etwa 24 Stunden Öffnungszeiten oder die Forderung nach dem verkaufsoffenen Sonntag die natürlichen Feinde einer zyklischen, leiblichen und damit auch einer menschlichen Zeit. Wenn Zeit Geld ist, dann bedeutet dies, das ökonomische System als solches hat keine inhärenten Widerstände, keine eingebauten Hemmungen, die die schrankenlose Beschleunigung aufhalten könnten. Nicht nur drosselnde Maßnahmen wie eine Finanztransaktionssteuer, sondern auch der systematische Widerstand gegen die Quantifizierung und Homogenisierung der Zeit gehören zu einem Ausgleich zwischen der zyklischen und der linearen Zeit. Ein solcher Ausgleich ist auf die Dauer für eine lebensgemäße Organisation der Gesellschaft unabdingbar. Stattdessen kämpft unsere Gesellschaft mit allen Mitteln gegen die Depression an. Die Psychiatrie ist auch ein Teil dieses Kampfes, Defeating Depression, bis zu dem Punkt, wo schwer depressive Patienten schließlich mit tiefen Hirnstimulation behandelt werden, Deep Brain Stimulation, also einen Hirnschrittmacher implantiert bekommen, der das verlangsamte und entfremdete Subjekt wieder resynchronisieren soll. Ich will damit keineswegs die Notwendigkeit medizinischer, ebenso wie vor allem psychotherapeutischer Behandlungen in Frage stellen.
Auch sollten sich Psychiater, Psychologen und Sozialmediziner vielleicht auch fragen, inwieweit sie sich nicht auch in den Dienst einer kollektiven Manie der Gesellschaft stellen, um ihr gegenüber eine gewisse Skepsis zu bewahren. Das wäre nicht zuletzt ein Zeichen der Solidarität mit unseren Patienten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zwei Fragen jetzt gerade nach dem letzten Referat von Herrn Fuchs. Heide Bruch, wir haben jetzt gehört von Shared Leadership, von Inspiration Leadership, von Wertekultur, von flachen Hierarchien. Alles wunderbar, alles optimistisch antönt. Dann hören wir noch Realität. Ist es eine Frage der Zeit, bis sich diese Geld ist Zeit, Zeit ist Geld, Ökonomie, ich sage jetzt nicht Schäd, aber Bemerkung, zugunsten einer gesünderen Arbeitswelt durchsetzt? Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, man kann ganz gute Parallelen zwischen unseren beiden Inputs finden. Und ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass beispielsweise mit diesem Eintreten in diese entgrenzte Welt, die hat auch mehr an Linearität, die hat weniger Rhythmik, weil man überall arbeiten kann, man kann 24 Stunden arbeiten, man greift in Familienrhythmik und so oder Zyklen ein. Dass der Eintritt nur dann gelingt, wenn man bestimmte Voraussetzungen schafft. Und das ist zum Beispiel ein Verabreden über eine bestimmte Kultur oder bestimmte Grenzen. Oder wir haben auch festgestellt, dass Menschen bestimmte Kompetenzen brauchen, um in dieser ganzen Welt zu arbeiten. Also Selbstkompetenzen haben wir die genannt. Und während am Anfang bei diesen Phasen immer das Bedenken besteht, die arbeiten zu wenig, wenn die zu Hause sind oder mobil oder sonst wo, ne, dann ist mal gucken, dass die da ein bisschen linearer werden, ne, ein bisschen dabei bleiben. Ist schwer, wenn man da drin ist und wenn die Leute unterwegs sind und mobil und ganz frei sind. Vielmehr, der Engpass, arbeiten wir nicht zu viel. Dann ist es auch eine Aufgabe der Führung, zu gucken, dass man Grenzen einzieht, die formalen sind weggefallen. Wir müssen mit den Menschen schaffen. Und es ist eine Frage von der Selbstkompetenz, dass man diese Fähigkeit schult, dass man den Mut schult und dass man auch bei Führungskräften guckt, dass sie eine Fürsorgepflicht haben. Ist das eine nochmal. Und das zweite, ich werde jetzt hier nicht den ganzen Rahmen mit zeitlich sprengen, aber ich habe doch auch hingewiesen auf die Beschleunigungsfalle. Das ist so eine Überhitzung ganzer Organisationen da drin. Und eine Empfehlung, die man da rauskommt, ist genau die gleiche Grundgedanken, wie Herr Fuchs vorgestellt hat, dass man das bloß für ganze Unternehmen macht, nämlich eine Rhythmik schafft von Phasen der Anspannung. Und dann, wir nennen das Pitstop, das kann natürlich nicht ewig sein, so eine Entspannungsphase. Immer sicherstellen, wir haben eine Erholungsmoment, aber wir haben auch Gratifikation. Das heißt, wir müssen Erfolge zeigen, wir müssen zeigen, die Anstrengung hat sich gelohnt. Das ist nicht weniger Arbeit, aber das ist dann eine Zyklus reingebrachte Arbeit. Und es geht genau darin, weil ansonsten in diese Überhitzung reinkommen und dieses Entwicklung ist nicht genug. Herr Martin, Sie haben einen Satz noch. Ich stimme Ihnen völlig zu, ich würde nur ein bisschen skeptischer sein, weil das Ganze ein systeminherenter Widerspruch ist zwischen der Linearität und der Zyklizität. Dann kann man ein Stück weit darauf Rücksicht nehmen, aber es wird immer die Frage sein, welches Prinzip machen wir sozusagen zum Leitenden. Aber das nur als kleine Kommentar.
Naja, ich muss natürlich sagen, dass das Geldverdienen erstmal nicht schlecht ist für Unternehmen. Ne? Ja, also wenn man, ja, also sonst auch das Problem. Wenn man das gleichsetzt, eine riesige Logik des Profitmachens mit Rahmenbedingungen, die nicht gesund sind für Menschen, dann werden wir keinen Fortschritt haben. Wir kriegen dann einen Fortschritt, wenn wir sagen, wir können Rahmenbedingungen in erfolgreichen Unternehmen schaffen, die gesund sind für Menschen. Aber da kommt es jetzt rein. Also Rahmenbedingungen, die gesund sind für die Menschen. Herr Waffing, Sie haben ja der Politik sehr das Wort gesprochen. Müssen diese Rahmenbedingungen von der Politik stärker gesetzt werden, weil es die Wirtschaft nicht selbst schafft, weil sie eben Geld dagegen muss, damit sie Fortschritt macht und so weiter? Nee, also jetzt ganz ernsthaft, muss stärker staatlich interveniert werden, damit ein gewisser Fortschritt oder eine gewisse Entspannung, Entschleunigung eintritt. Ja, also ich denke, es ist generell eine, wir sprechen von einer geteilten Verantwortung. Und da muss auf allen Stufen muss eben gehandelt werden. Und das fängt beim Individuum an, also ich als Arbeitnehmer habe auch, trage auch einen Teil der Verantwortung, lasse ich mich dort eigentlich einspannen in diese 80-Stunden-Woche. Also da fängt es ja an, oder beim Individuum. Dann hat der Arbeitgeber selber eine große Verantwortung, also eben die entsprechenden Strukturen und Prozesse etc. Aber wird er das selber tun? Wer soll so weit kommen? Das ist durchaus im Gange, oder? Und da, das ist einfach sehr heterogen. Man kann nicht von der Wirtschaft sprechen, sondern die Wirtschaft ist sehr heterogen. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht. Einige Betriebe, wie das auch gezeigt wurde, sind bereits sehr weit in dem Bereich. Aber es ist auch, wäre auch naiv zu glauben, die Wirtschaft kriegt das alleine in den Griff. Das heißt? Das heißt, die Politik trägt auch einen Teil der Verantwortung und muss auch entsprechende Rahmenbedingungen halt vorschreiben, sich von selber nicht durchsetzen. Zum Beispiel 35 Stunden pro Woche. Die Diskussion ist jetzt lanciert, auch im Zusammenhang mit der Zeit, mit der Zeiterfassung, Aufhebung der Zeiterfassung. Ja, was hat das für Konsequenzen? Was tritt anstelle der Zeiterfassung? Das sind Diskussionen, die jetzt stattfinden müssen. Aber ich denke, einfach nur aufheben, liberalisieren, das kann nicht die Lösung sein. Herr Fuchs, etwas nimmt mich ein Wunder. Sie haben ja, wir haben gehört, dass man flache Hierarchien einführt. Sie haben auch gesagt, die Anerkennungskultur müsste gepflegt werden. Gleichzeitig gibt es jetzt eben Homeoffice, man hat keinen eigenen Arbeitsplatz mehr, man bewegt sich im Unternehmen einfach mit seinem Laptop. Ist das, gerade wenn man so Burnout oder depressionsgefährdet ist, wie weiß ich es, ist das nicht fast eher problematisch als ein Leben? Es ist schwer, da eine eindeutige Antwort zu geben, denn für manche Menschen ist das eine größere Freiheit, die Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch die Identifikation mit der Arbeit fördert. Andere ist es mit dem Risiko der Entgrenzung, der Derhythmisierung, der Suchtentwicklung verbunden, auch der grenzenlosen Selbstüberforderung. Und deswegen ist es nicht so leicht, das positiv oder negativ zu beantworten. Das hat sozusagen Licht- und Schattenseiten. Was aber wichtig wäre, ist, dass die Unternehmenskulturen ebenso wie die politischen Gestaltungen der sozialen Prozesse diese Rhythmisierung sozusagen immer wieder auch ein Stück weit vorgeben. Denn es wäre auch nicht richtig, sozusagen die Verantwortung für das Zurechtkommen mit all diesen Beschleunigungsprozessen am Ende sozusagen nur noch dem Individuum zu geben. Also ein bisschen eine Tendenz in der zeitgenössischen Unternehmenskultur. Ja, wir haben jetzt das befreite neoliberale Individuum, das sich ständig selbst optimiert, sich ständig selbst verbessert und darin auch seine Identifikation findet. Das ist ein Stück weit ein Zuschieben der Verantwortung zum Individuum hin, die ich problematisch sehe. Ja, es ist immer noch auch eine Verantwortung der Organisationen und der Gesellschaft, die Arbeitsprozesse so zu strukturieren, dass nicht nur das Individuum sich da möglichst gut anpassen muss. Frau Buch, einverstanden. Ja, absolut. Das geht ja genau in die Richtung. Ich sage einmal nach einmal, ist natürlich die Kompetenz entscheidend, dass das Individuum immer entwickelt.
Führungskräfte, das ist ja ein Teil der Organisation, haben zusätzlich die Verantwortung. Bei dem Thema, welche Rahmenbedingungen schaffen wir, ist es auch entscheidend, dass man da einen bestimmten Schutz einbaut. Also entweder Gesundheitsmanagement oder also die Kulturnormen, weil wir ansonsten tatsächlich die Überforderung haben. Einige werden aufgehen in diesen Rahmenbedingungen und andere können das von den Kompetenzen nicht, von der Persönlichkeit nicht, die gehen einfach richtig leise unter. Und was, wovor wir warnen, ist, da juristische Zustände zu schaffen, dass man sagt, ja, die, die sich anpassen können, die, toll, die kommen durch und die anderen bleiben einfach auf der Strecke. Das kann man nicht, weil es zu viel sind und weil es generell sich einfach bei Unternehmen damit beantworten kann. Es war ja ein großes Thema, die Führungskräfte. Also die müssen ja umlernen oder müssen sich umlernen und sie haben sie im Blut. Wird da, das entsteht ja auch nicht von selbst. Was glaubt ihr, Martin? Wie könnte man diese Leaders, diese 360 Grad Leaders, wie könnte man die potenzieren? Ja, also einerseits habe ich ein bisschen Vertrauen auch in einen Generationenwechsel, also dass rein von den Leuten, die jetzt ans Ruder kommen, dass dort schon eine andere Mentalität teilweise vorhanden ist. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass es mittelfristig auch mehr Frauen in Führungspositionen, noch mehr Frauen, dass dort auch ein bisschen ein anderer Wind dann in die Unternehmen einzieht. Und schließlich ist es einfach auch eine Frage der Ausbildung. Also wie werden die Führungskräfte auf ihre Aufgaben vorbereitet in den Schulen und auch dann in den Unternehmen selber, wie werden die Leute weitergebildet? Also es wäre auch interessant zu erfahren, wie die Universität St. Gallen solche Leaders wirklich auch ihre Aufgaben wahrnimmt. Aber wir lassen es jetzt dabei. Ich möchte jetzt Ihnen die Gelegenheit geben, noch für die restlichen Minuten Ihre Frage zu stellen, Ihre Bemerkung bitte. Wer bricht das Eis? Wir haben Mikrofone. Ja, bitte. Ich breche gerne das Eis. Ich versuche jetzt ohne Mikrofon. Und wenn Sie mich nicht verstehen, sagen Sie es bitte mit Hand erheben. Ich komme aus Luzern, bin aber tätig unter anderem in Basel bei der UPK, Verein Stressmanagement. Aber nicht als akademisch geschultert, sondern als Marketingbewusster. Meine Frage ist folgendes und geht eigentlich alle drei Referentinnen und Referenten. Ist es nicht auch so, dass die Grundsituation sich verändert hat, dass man viel weniger hierarchisch vorgeht, sondern egofokussierter vorgeht, altersgruppenmäßig vorgeht? Eine rasch eine Klammer. Die politische Abstimmung über das Geldspielgesetz ist eine Abstimmung, die zum Ziel geführt hat, dass man sich innerhalb der Altersgruppe gefunden hat und nicht innerhalb der Partei, Klammer zu. Glauben Sie nicht auch, oder was denken Sie darüber, dass die Jungen zuerst an sich denken, auf eine gute Art, aber zuerst an sich denken und im Prinzip den ganzen Aspekt von Mitverantwortung erst in eine zweite Phase vertragen bringen? Danke. Kurze Antworten. Wenn möglich. Herr Martin? Also, dass die Jungen an sich selbst denken zuerst, ist in dem Sinne sicher eine positive Entwicklung, weil ja grundsätzlich die Eigenverantwortung ja einen hohen Stellenwert auch bei uns hier in der Schweiz. Das Soziale dabei zu kurz kommt, da habe ich eigentlich weniger Befürchtung, dass das von den Jungen auskommt, sondern dieser Abbau im Sozialbereich wird eigentlich eher von anderen Kräften gesteuert und nicht, kommt aus meiner Sicht nicht von den Jungen. Also Herr Buch, Sie sind ja an der Quelle, an der Universität St. Gallen. Sie sehen diese junge Generation. Nur bei Ihrem Institut gut und bei allen anderen. Nee, ich glaube,
Man muss da aufpassen, dass man da nicht falsch einstuft. Ich glaube, die haben eine gesunde Portion von Egoismus und kommen durch, sag ich mal. Das ist so die eine Sache. Aber wenn die Sinn finden haben, dann gehen die weiter als jeder andere. Aber die brauchen wirklich dieses Thema Sinn und dieses Verständnis. Was ist es denn für die Gemeinschaft? Einfach nur Befehlsgehorsam. Das ist nicht das, womit man die in die Verantwortung bekommen. Und diese Sinnerkennung, ist die genuin oder wird die gesellschaftlich entwickelt? Nein, müssen wir jetzt mal bei der Arbeit. Bei der Arbeit müssen wir das aufzeigen. Was machen wir das? Wo gehen wir denn? Was habt ihr bei? Also nicht jeder nur sein kleines Gärtchen und deine Vorgaben und jetzt machen, ohne zu fragen. Also das ist eigentlich das Entscheidende, dass man da tatsächlich diesen Sinn aufzeigt, was wir arbeiten. Danke. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ich habe eine Frage und zwar. Ja, es geht schon. Ich glaube, wir leben ja in einer Wirtschaft, die das, den Zwang nach Wachstum nachlebt. Und glauben Sie, es gibt eine Zeit, die diesen Zwang nach mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr von allem, vor allem von Geld, und zwar hat das ja auch mit unserem Geldsystem zu tun. Glauben Sie, es wird eine Zeit geben, die dieses Mehr an Umsatz, Geld, Verdienst nicht mehr kennt? Und wenn ich an meine eigenen Kinder denke, die arbeiten zwischen 80% und 60%. Also ich erkenne da eine neue Dimension bei der jungen Generation, die eben sagt, ich will etwas mehr Zeit, dafür weniger Geld. Und die arrangieren sich auf ganz neue Weise, wie ich das nie gekannt habe. Ja. Bitte, Herr Fuchs. Gerne. Kurz zur Zustellung eben, ich denke, es wird sehr schwierig sein, sich eine Wirtschaftsform nicht nur vorzustellen, sondern sie auch zu realisieren, die wirklich auf das Wachstumsprinzip zumindest in einer wesentlichen Teilen der Gesellschaft ganz verzichten kann. Es ist immer wieder versucht worden, projektiert worden, aber noch nicht so überzeugend dargelegt worden, wie das funktioniert. Es scheint dem kapitalistischen Prinzip tatsächlich zu widersprechen. Was wir tun können, ist meines Erachtens Hemmungen einzubauen, ja? Dieses Wachstumsprinzip sozusagen ein bisschen die Zügel, also Zügel anzulegen. Das ist natürlich im internationalen Vergleich dann nachteilig, ja? Deswegen muss es zumindest auf europäischer Ebene gelingen, und da ist natürlich so etwas wie die Finanztransaktionssteuer, die ja seit 2007 ständig versucht wird durchzusetzen und es immer noch nicht gelungen, wäre so ein Hemmungsmechanismus, der Wachstum wahrscheinlich ein bisschen reduziert, aber eben auf zugunsten einer gesellschaftlichen Gesundheit, ja, die am Endeffekt dann auch wesentlich Kosten spart. Ja. Die Kosten werden ja immer verschoben auf die Gesamtheit, auf die Gemeinschaft. Nicht? Die Gesundheitskosten, die Folgekosten dieser ständigen Beschleunigung tauchen ja in der Wirtschaft nicht auf, die werden ja woanders bezahlt. Ja. Das muss man im Blick halten. Ergänzung? Ganz kurz, ich denke, man muss sich auch überlegen, worauf sich dieses Wachstum bezieht in Zukunft. Also wächst eigentlich die Lebensqualität, und diesbezüglich sollte das Wachstum eigentlich unbegrenzt sein, dass wir den Fokus einfach verschieben. Was wächst dann? Was soll wachsen in unserer Gesellschaft? Also ich glaube, das mit dem Wachstum, das ist so eine Dimension. Wir waren so überlegen, als wir da von ihren Kindern erzählt haben, wie viel die arbeiten. Wir haben immer so ein Sammelsymposium bei uns. Ne? Da kommen aus der ganzen Welt Wirtschaftsführungskräfte und kommen auch Studierende, Generationen, und die diskutieren jeweils. Ne? Tausende von Leuten. Und dieses Jahr hatten wir das Motto Beyond the End of Work. Und ich glaube, Wachstum ist, aber werden die Leute noch arbeiten? Oder haben wir so viel Automatisierung, Roboterisierung, Artificial Intelligence, dass das Verständnis von Arbeit,
vollkommen neu gedacht wird. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir mit der gewonnenen Zeit, mit dem Wert Arbeit, mit der Rhythmik, die sich nämlich dann in die andere Seite wieder verschiebt, weil das wegfällt überhaupt als Inhalt, was uns bisher so dominiert, wie wir damit umgehen. Und da sehe ich einerseits eine Werteveränderung, was Sie schon in der eigenen Familie dort haben, aber wir haben auch wirklich eine ganz, ganz andere technische Möglichkeit, das bedingungslose Grundeinkommen. Es geht ja alles in diese Richtung. Ich glaube, da müssen wir uns nicht am Kapitalismus anpacken, aber da müssen wir uns Gedanken machen, wie wollen wir Arbeit verantwortungsvoll gestalten und wie ist da eine gesunde Variante, wie es, glaube ich, ist. Ja, bitte? Ich habe noch eine Frage. Es ist richtig, Sie sind Psychiater, oder? Ja. Dass, ich habe den Bereich Wiedereingliederung in großen Betrieb und viele Krankschreibungen von Mitarbeitern bezüglich psychischen Erkrankungen. Zusammenarbeit mit Psychiatern eher verhalten. Was nehmen Sie für eine Rolle ein in dieser Beziehung bezüglich der Zukunft, dass die Krankschreibungen, die Sie gesehen haben, am Steigen sind und wie geben Sie Antworten den Unternehmungen, die da oftmals ein bisschen alleine gelassen werden? Sag ich mal, das ist mein Empfinden. Und da haben Sie eine wichtige Rolle. Ja, da hat natürlich auch die Psychiatrie als gesellschaftliche Institution eine wichtige Aufgabe. Individuell ist es natürlich so, dass wir die Wiedereingliederung immer als zentrales Thema haben. Ich selber bin Leiter einer Tagesklinik, in der das eigentlich zum alltäglichen Aufgaben gehört, diese Beziehung zu den Betrieben herzustellen und die Wiedereingliederung zu gestalten. Also das mag nicht überall so gut funktionieren, aber es wird eigentlich generell sehr ernst genommen, dass die Psychiatrie insgesamt, also gesellschaftlich gesehen, auch die Aufgabe hat, die Betriebe und die Unternehmen auf diesen Zusammenhang, auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu machen, hier ganz gezielt Möglichkeiten zu schaffen, auf die entsprechenden Angebote zu machen, bis hin natürlich zu den betrieblichen Unterstützungen und Wiedereingliederungshilfen ärztlicher und sozialarbeiterischerseits. Das ist eine politische Aufgabe, die die Psychiatrie hat. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da kann sicher noch mehr getan werden. Dankeschön. Ja, bitte. Diese Veranstaltung steht unter dem Titel Komplexität und Unsicherheit, nicht? Und bei all diesen gesellschaftlichen, psychologischen, politischen Diskussionen, die ich in der letzten Zeit erlebt habe, vermisse ich einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich unsere biophysikalische Grundlage. Wir leben auf einem Planeten mit beschränkten Ressourcen. Und eine der wichtigsten systemischen Arbeiten, die im 20. Jahrhundert erarbeitet wurden, war der Club of Rome-Bericht Limits to Growth, der nämlich sagte, wir haben begrenzte Ressourcen, nicht? Und wir haben, Sie haben begonnen, die lineare Zeit hat schon im Mittelalter begonnen. Wir haben die Industrie aufgebaut, wir haben Energie entdeckt, wir haben das Erdöl entdeckt und Energie ist der Treiber unserer Kultur, nicht? Und wir kommen am Ende. Und das ist der Kontext von unseren Problemen, die wir heute haben. Und dieser Kontext wird in der Regel ausgeblendet. Von den Ökonomen, von den Politikern, von uns, die meinen, wir kreieren die Kultur, die Grundlage, die unsere... Also ich glaube, das nehmen wir als richtiges Statement entgegen, aber nicht als Frage. Ich denke, da können nur alle den Mittelkopf tun. Vielleicht eine letzte Frage? Ja, bitte? Ich habe eine Frage an Thomas Mattig, natürlich steuere ich viel von Comparis. Du hast gesagt, Sozialabbau, also wo wird konkret abgebaut? Also deine Institution, die wächst ja gigantisch. Du kriegst doppelt so viele Mittel als bisher. Gesundheitskosten wachsen, die Sozialabbau. Also wenn ich etwas feststelle, ist es ein wissenden Versuch, den bescheidenen Versuch, das Wachstum ein bisschen zu bremsen. Aber wo wird konkret abgebaut? Danke für diese Frage. Ich wollte damit sagen, dass die Sozialwerke als solche einfach ein großer Mehrwert sind und ein großes Asset eigentlich unserer Gesellschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich aufgebaut worden sind. Und das Wissen darum und der Mehrwert
dieser Sozialwerk wird zu wenig Wert geschätzt. Und man spricht eigentlich nur noch über die Kosten, die da aus dem Ruder laufen, wie soll man das alles noch finanzieren, aber man vergisst eigentlich, wie stark das die Schweiz insgesamt, wie stark das unsere Länder von diesen Sozialwerken profitieren. Das meinte ich, also dass man eigentlich einseitig quasi diese Kostendiskussion führt und so wenig den Mehrwert in den Vordergrund stellt. Also, wir reden nicht mehr von Sozialabbau, es wurde differenziert. Ich möchte hier einen Punkt machen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für nicht nur die Referate, sondern auch für die Kurzdiskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt darf ich aber demjenigen melden, nämlich Ivo Mure, das Schlusswort übergeben. Dankeschön. Ja, als Organisator und Initiator dieser Veranstaltungsreihe Zeitzeichen bleibt mir Ihnen zu danken, liebe Damen und Herren. Alle, die Sie hier sitzen, alle Ihnen ist wichtig, wie es den Menschen geht. Und alle, die Sie hier sitzen, machen sich täglich Sorgen darum, dass zunehmend mehr Menschen Gesundheit nicht mehr so gut gibt. Ja, was ist wie interessant, was heute gehört? Thomas Mattig hat vom Gesellschaftsvertrag gesprochen. Das ist die erste Hemmung, die eine Gesellschaft, eine Demokratie vorgibt, in der wir definieren, wie es uns allen miteinander geht. Dann habe ich sehr deutlich auch an Ihrem Statement, Herr Fuchs, nämlich, es geht auch darum, dass wir in einem solchen Gesellschaftsvertrag die richtigen Hemmungen definieren. Ein bekannter Philosoph und Uhrmacher hat im 18. Jahrhundert genau das schon gesagt. Hat gesagt, im Leben ist es wie bei den Uhren, ob es funktioniert, hängt ab von der richtigen Hemmung. Und dann haben wir gehört, dass wir bei Führung heute irgendwo zwischen Speed und Überforderung sind, oder? Und genau dieses in Einklang zu bringen, ist die Idee der Veranstaltungsreihe Zeitzeichen. Das war die erste Veranstaltung hier in Bern. Wir machen das immer zum Thema Zeit, wollen wir Zeitzeichen setzen, und zwar Zeit in der Wirtschaft, immer in Zofingen im Januar, immer im Juni in Bern, Gesundheitsimpulse, was jetzt war, und dann immer im September Bildungsimpulse aus Gondo. Wir wollen in der Bildungswelt einbringen, dass wir lernen sollten, wieder zu unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen der Zeit und der Uhr. Und wir haben uns in meinem Forschungsinstitut mit der Frage auseinandergesetzt, warum Zeit Geld ist. Und dort können wir auch wieder herausfinden, wo müssen wir in dieser Zeit des Geldmechanik wieder die richtigen Hemmungen einbauen. Und dann machen wir vielen Impulse aus dem Zellen. Aus Zeitkonflikten entstehen zuerst mal persönliche Konflikte, aber dann auch gesellschaftliche Konflikte in den zwischen den Sozialpartnern. Thomas Mattig hat angesprochen das Thema Arbeitszeitgesetze. Ja, wenn wir dann den Unterschied zwischen Zeit und der Uhr wieder kennen und wissen, warum Zeit Geld ist, werden wir solche Themen viel konfliktarmer behandeln, und das führt dann auch wieder zu gesellschaftlichen Frieden. Also Sie dürfen sich freuen auf eine Veranstaltungsreihe, die heute eigentlich startet, und die dann viermal pro Jahr zu diesen vier Themen ausgetragen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Organisatoren hier, also unterstützt wurden wir auch von der Gesundheitsförderung Schweiz intensiv. Und ebenfalls mitmachen tut eine Reha-Institution, hier vertreten August Grüter. Herzlichen Dank auch für Ihre Mitwirkung. Und dann natürlich die Firma Bauhausversicherungen, der Schadenchef, der auch hier mitarbeitet, dem es auch wichtig ist, dass seine Kunden tatsächlich gesund sind. Vielen herzlichen Dank für Ihr Dasein, und machen Sie weiter in Ihrer Arbeit. Jeder muss dort wirken, wo es kann. Vielen herzlichen Dank.